Test. So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Puppischen, damit herzlich willkommen. So, erstmal was zu trinken machen. Ja. So, ja, keine Angst, wir fangen gleich an. Ich muss noch mal fertig essen, weil die Vorfreude mal wieder voll zu groß ist. Und da will ich mal gucken, wie das Spiel wird. Und nein, kein Modern Warfare 2. Ja, yeah, ganz genau. Kena, Bridge of Spirits. Ich bin mal gespannt. Ja, das darf ich dem Justin nicht erzählen. Der wird sonst wieder sauer. So. Eins nach dem anderen. Gib mir noch 2, 3 Minuten. Gut. Hallo Hino, grüß dich. Also, Bayonetta 3 gibt es im Mediamarkt immer noch nicht. Also, es ist angeblich da, aber nee. Und daraus folgte Folgendes. Das Spiel ist ganz schön laut, ne? Oder ich habe die Kopfhörer einfach nur sehr laut. So, das sollte jetzt wesentlich angenehmer sein, hoffe ich zumindest. Naja, auf jeden Fall folgendermaßen, aus diesem Frust habe ich mir ein paar neue Spiele geholt und ja, heute auch wieder eins. Wir können heute die so ein bisschen anspielen. Obwohl ich das Gefühl habe, wenn wir Kena anfangen, das wird vielleicht doch schöner als gedacht. Naja, ich habe mir aber auch keine besonderen tollen Spiele geholt. Ich glaube, Story of Seasons habe ich mir jetzt geholt. Olivia Town oder so für die Switch. Und Harvest Moon Light of Hope für die Switch, das aber beschissen ist. Also dementsprechend, ja. Ja. Nee, du bist noch nicht zu spät. Wir haben noch nicht angefangen. Folgendermaßen. Beleuchtung, ja, coole Sache. Ja, dann hoffen wir mal, dass es klappt. Auf jeden Fall, heute hatten sie es immer noch nicht da. Oder beziehungsweise haben es bei den ganzen Warenlieferungen nicht gefunden. Ich soll morgen Mittag mal vorbeikommen. Da habe ich mir aus Frust nochmal Story of Seasons für die Switch mitgenommen. Also. Ungeplant habe ich mir jetzt nochmal 3 Switch-Spiele gekauft. Ja. Ich bin eigentlich noch so ein bisschen am Essen, aber auf Vorfreude konnte ich es nicht lassen. Und
Als ich mir die Collection of Mana Edition für die Switch mitgenommen habe, habe ich Kena gesehen. Ich hatte des Öfteren mal mit dem Gedanken gespielt, mir das Spiel mitzunehmen. Also es war jetzt nicht so ein direkter Spontankauf. Hallo Juna! Ich hatte das schon auf meiner Steam-Wunschliste. Aber wenn man es für die PS5 mitbekommt, why not? Und ja. Ich würde sagen, wir fangen dann auch langsam an. Und ihr könnt ja gerne euren... Ich habe mir übrigens auch Bayonetta 1 nochmal runtergezogen, installiert. Dass wir vielleicht mal, ja, laden können. Option, was haben wir denn eigentlich, Grafik? ...60 FPS, was ist für... Weiß ich... Nativer? Nee, wir machen Performance-Modus. Weil wir ja sowieso... ich habe sowieso keinen 4K-Monitor. Okay. Spiel. Story-Modus. Geister für Lehrling? Warte mal. Rottfähigkeiten laden sich passiv auf, wenn sie Schaden nehmen oder Ursachen. Feinde sind deutlich weniger aggressiv und richten noch weniger Schaden an. Das will der Justin bestimmt nicht sehen. Geister für Lehrling laden sich auf, wenn sie Schaden nehmen oder verursachen. Beide sind weniger aggressiv und richten weniger Schaden an. Also das ist wahrscheinlich sehr einfach. Story-Modus, klar, das ist einfach. Laden sich auf, wenn du Schaden nimmst. Gegner sind aggressiv. Das könnte natürlich interessant werden. Und das ist schwer, okay. Schwer, mittel, leicht und Story-Modus. Ich würde sagen, wir machen normal. Nein, Justin, kein Hardcore. Ja, bin am Überlegen, ob ich eigentlich alles habe, weil ich glaube, wenn ich richtig anfange, werde ich nicht mehr wegkommen. Dann bin ich mal gespannt. Wäre noch mal eine Flasche Cola in den Kühlschrank. Joa. Gut. Und fangen wir mal an. Neues Spiel. Ich bin mal gespannt. Ja, Geisterführer passt schon. So. Kaum sichtbar. Ja, das ist mal wieder typisch. Auf dem OBS-Monitor sehe ich das, weil da die Einstellungen des 60-Hertz-Monitors wesentlich deeper sind. Aber auf dem richtigen Monitor, wo ich eigentlich hingucke, der ist ein bisschen dunkler eingestellt. Vor allem hat er auch HDR an. Ja. Gut, wollen wir mal gucken. Einzigartige Holzmasken sind geschnitzt, um die Toten zu ehren. In heiligen Schreien zerfallen diese Masken allmählich zu Staub und symbolisieren die friedliche Reise des Geistes in das nächste Leben. Nicht alle Geister können diesen Weg alleine beschreiten. Aufgrund von Tragödien ihrer Vergangenheit verweilen sie und werden gefährlich. Meister, die sie rufen, können sie halt wieder... Ja, irgendwas einprügeln. Irgendwie sowas wird sein. Und ja, Justin, ich hab's in Discord gelesen. Ja. Ich mach mir auch nur noch normale Bestellungen. Wenn überhaupt. L1 für Impuls. Aha. Okay, mit dem Schatten sieht die echt anders aus als auf sämtlichen Covern. Was eigentlich voll interessant war. Also es hat gerade irgendwie so ein bisschen gepasst, als hätte PlayStation das gerochen. Die haben mir Dingsbums. Die haben mir auf Twitter ein Hintergrundbild für Dingsbums geschickt.
Für Kena. So als Handy-Hintergrund. Und es hat mich halt gewundert. Weil ich... Ja, als könnten sie es sehen. Als könnten sie es riechen. Okay. Also macht es wahrscheinlich Sinn, den Impuls öfters zu verwenden. Ich weiß, dass die Geister mich woanders dahin locken. Aber ich würde gerne gucken, ob hier noch irgendwas zu finden ist. Ich kann es aber festhalten, ne? Kann damit laufen. Okay. Frage ist, ob das so ein Schutzschild ist. Oh, warte mal, bei welchem Spiel war denn das? Da bist du beim Laufen, hast du auch so ein Schutzschild gehabt? Und im Kampf war das Blocken. Das war Star Fox Adventure für die GameCube. Okay, also wenn ich schwimme, kann ich auch tauchen? Nee. Okay, ich kann aber keinen Geisterimpuls machen, wenn ich schwimme. Also dafür, dass es Cell-Shading-Look ist, ist es doch sehr imposant. Vor allem das Wasser gefällt mir ganz gut. Sieht zwar nicht hyperrealistisch aus, aber es hat schon so einen gewissen Grad an, also durch die Effekte wirkt das schon leicht realistisch. Okay, die... Warte mal, kann ich wirklich... Ne, aus dem Wasser kann ich nicht springen, aber ich habe einen Doppelsprung. Okay. Ich mal gucken. Aha. Okay. Okay, ich kann auf jeden Fall schon mal zuhauen. Yeah. Jawohl. Okay, die Kleine lässt sich nichts gefallen. Das ist gut. Das ist schon mal super. Die kann austeilen. Hallo Opa. Why have you come? Weil das Spiel gesagt hat, ich solle kommen. I sense suffering here, Spirit. Do you need help? You know nothing of suffering. Ja. This is my home. My village. Turn back. Spirit Guide. Ja. Wow. Hallo, Smarko Marco. Was geht, Kai? Kann ich auch anvisieren? Das wäre ganz cool. Ja, kann ich. Okay, das gefällt mir an sich ganz gut, das Kampfsystem. Schön knackig. Okay. Also das scheint der Tutorial-Boss zu sein. Okay. Okay, das war nicht schlecht. Die Frage ist jetzt nur, wir müssen doch... Ich verstehe. Hat jemand eigentlich was von Blub gehört? Wir wollten doch eigentlich diesen Monat oder im Oktober noch.
eigentlich in den One Piece Film gehen. Ja. Yeah. Ein flinkes kleines Ding, ne? Ich würde ja normalerweise Mädchen sagen, aber heutzutage kann ja jeder alles sein. Ich würde sagen, die Kena ist jetzt ein Toastbrot. Kena das Toastbrot. Was mit Geistern spricht. Und mit dem Stab. Ja, sonst hätte er sich ja gemeldet. Also wir hatten ja eigentlich... Okay, ich kann also die Schrift blau machen. Aber nur bis zu einem gewissen Grad. Also das Spiel sagt dir jetzt schon nicht... Also es boxt dir jetzt nicht direkt auf die Nase, was du brauchst. Interagieren? Ah. Okay. Da bin ich mal gespannt. Ja, ich hab's mir am Montagabend oder so mitgenommen. Ich bin mir gar nicht sicher, wann ich mir das geholt habe. Und ja. Fuchs! Kann ich da auch interagieren? Nein. Also scheint es doch eher so asiatische Mythologie zu sein. Weil dort die Füchse ja auch einen relativ hohen Stellenwert haben. Ich hätte jetzt eigentlich so wegen dem Geisterspirit was Indisches oder so gedacht. So ähnlich wie Indivisible oder sowas. Was die Kinder spielen. Warte mal, ich will mal was gucken. Gibt's auch... Okay, es gibt aber keine deutsche Audioaussprache, ne? Schade. Hey, Kiddos. Where did he go? Ist das jetzt eine Erinnerung oder? Ich will euch gar nicht fressen. Ich will euch nur vor... trockener Donut von gestern. Um mit dem Irrlicht zu interagieren. Mit welchem Irrlicht? Aha. Wisst ihr, was mich das so ein bisschen erinnert, das Spiel? Also wenn wir den jetzt auch noch irgendwie steuern, dann erinnert mich das so ein bisschen an das, an eine 3D-Version von Child of Light. Guck mal, André Hino hat einen Freund gefunden. Ich bin Hino, und du? Ich bin ein Hino. It's alright. What happened here, little guy? Super. Wir sind schon zu zweit. Passt. Finde die Rott. Okay, die Musik ist cool.
Aber... Wie viel Illichter muss ich denn noch finden? Alles klar. Also bis jetzt ist das Spiel noch relativ schön. Hab doch keine Angst vor mir. Ich mach doch nichts. Will aber aufhören, den Freund von Hino zu ärgern? Oh, jetzt geht's aber los. Wird die jetzt größer oder ist es... Jetzt, ich fände es halt irgendwie lustig, wenn es jetzt irgendwie 5 von diesen Viechern sind. Die so langsam uns folgen. Vom Soundtrack erinnert mich das gerade so ein bisschen an Nier Automata. Genau. Interessant. Aber es ist immer nur einer, der uns folgt. Ne, es sind jetzt 2. Na, das ist doch super. Wollen wir die Kena hintertauchen oder soll die Kena heiß? Dingsbums. Hi, Benny. Muss ich denen jetzt folgen? Kannst du auch Yuna taufen. Ah, der Kleine hat genossen. Lol. Okay. Kein Hino, bitte, okay. Komm, quick. Soll ich den jetzt folgen, oder? Das hier sieht nicht so gut aus. Ah, um das Totenherz zu reinigen, muss ich mehr Rotz finden. Okay. Ach, okay. Verstehe, alles klar. Sollten wir hier noch Ort finden? Ja, ne? Ja. Na, komm her. Super. So. Wie viel haben wir denn jetzt? Wie viele kleine Hinos? Ein Quatsch. Super. Okay, noch kann ich es nicht reinigen. Okay. Muss ich jetzt den Kiddies folgen? Ich habe so fast das Gefühl. Obwohl es eigentlich schon eher was Schamanistisches hat, so Maya-Zeug oder so. Yay! Die sind ja schon knuffig, ne? Trotz können jetzt mehr Aktionen ausführen. Warum ist die Anleitung auf so wenig FPS begrenzt? Steht jetzt eine Rottaktion zur Verfügung. Okay.
kann ich auch nichts mehr machen. Okay, okay, ich verstehe. Alles klar. Das Outfit von der Kena gefällt mir ganz gut. Wir nennen sie jetzt doch einfach mal Kena. Also wenn die Hino, wenn die, nicht die Hino, wenn die Yuna jetzt einen Besitzanspruch hat, haben will. Okay, das ist cool. Also bis jetzt gefällt mir das Spiel ganz gut, ist aber auch noch relativ, also optisch ist auf jeden Fall schön. Die Melodie gefällt mir auch ganz gut. Im Kleinen sind relativ knuffig. Eieiei. Gut. Gab's da gerade einen Ruckler? Mikro-Ruckler? Das ist eine fucking PS5. Das hat nicht zu Mikro-Ruckeln. Auf meinem PC verstehe ich das ja noch. Wenn dann noch OBS mitrendern muss, aber hier? Also Klettereinheiten gibt es auch. Das ist schon mal gut. Hier ist wieder so ein Totenknotenherz. Es ist verboten, Totenkojoten die Horde zu verknoten. Gegner erschrecken die Rott. Die Rott sind verängstigt und haben sich versteckt. Greife Feinde an, um Mut aufzubauen. Verwende Mut im Kampf um Rottaktion. Okay. Muttropfen können sich in der Welt bilden. Sammle Muttropfen mit dem Impuls oder Impuls L1 oder berühre sie. Okay. Die Rotz sind bereit. Sie können Ton zerstören oder Feinde binden. Okay. Autsch. Ja, ich drück doch L1 jetzt. Hau doch zu, Kleiner. Super. Ja, lame. Ich dachte, ich könnte jetzt damit irgendwie hier so mit Pfeil und Bogen halt schießen oder so, aber scheinbar nicht. Mir fehlt immer noch so ein bisschen das Intro. Die Rotz sind wirklich stark. Rotz kann bestimmte Objekte in der Umgebung bewegen. Man sagt den Rotz, wo sie in dem so mit L2 zielst. Okay, Frage ist, wohin? Ich fürchte, hierhin. Okay, das ist eine coole Sache. Also die sind nicht nur knuffig und verfolgen uns, sondern die sind auch nützlich. Was mir durchaus gefällt. Aha. Oh komm schon, die Viecher sind doch auch goldig. Wenn denen mal nicht irgendwie was Böses anhängt, dass ich vielleicht, was weiß ich... Und nu? Ah, ah. Okay, ich kann die also auch füttern. Das ist schon mal gut. Wir kommen uns ja ein bisschen um die kümmern. So, jetzt will ich aber erstmal... Okay, hier kann ich nicht. Warum gibt's das dann?
Aber ich kann diesen Sprung... Doch, ich kann einen Doppelschlag machen, okay. Was? Warum hat es jetzt so komisch geklimpert? Achso, mit Dreieck öffnen, okay. Okay, ich habe Kristalle gesammelt. Ich hoffe nur, dass es nicht wie Dark Souls oder so, wo du die halt sofort verlierst, sobald du stirbst. Und du gefühlt an jeder Ecke sterben sollst. Hallo, Fuchs. Das Spiel ist doch schon was für Justin. Oh nein. Ja, stell das mal wieder auf. Siehste, dann ist der Justin doch gleich wieder glücklich. So, ein bisschen Ordnung muss schon sein. Lass mich raten, ich muss hier hoch. Wenn wir sich, also der Doppelsprung selbst erinnert mich so ein bisschen an Alice. Also der Kleine, der ganz Kleine zeigt mir also an, wo ich hin muss. Okay, aber die Details, dass die Klamotten sich so stark mitbewegen und selbst die Haare. Also Nvidia Physics und Hairworks Advanced ist schon drin. Oh nein, der schon wieder. Let me help you. I can heal these spirits and restore balance to the forest. I know you are kind. You sense the power that ihr spürt die Macht, die durch dieses Land fließt, aber ihr versteht sie nicht ganz. You do not fully understand it. Wir wollen sie auch nicht verstehen, wir wollen nur das Gleichgewicht herstellen. Tod und Verderbnis sind alles, was übrig bleibt. This land can be healed, but you cannot stay here, Spirit. You must move on. Der Geist muss weiter. You are the one who does not belong. I will never abandon my people. Ich glaube, das wird böse. Fuck. Spross. Ah, mein Schild muss ich also aufladen. Okay. Fuck. Shit. Autsch. Okay. Ich bin nicht gut in solchen Spielen, okay? Diese Szene werden wir noch sehr häufig sehen. Let me help you. I can heal these spirits. Geil. Okay, also der Mut hat sie also ein bisschen gebannt. Das war okay. Also das mit dem perfekten Parieren muss ich noch üben. Das hinterfrage ich auf keinen Fall. Regen jetzt noch ein. 2, 3... Oh wei. Jetzt haben wir schon eine ganze Gang. You can come out. It's safe now. Look,
Lord Sire, she cleared away the poison. The little guys can eat it. They love it. My name's Kana. What are you two doing out here, alone in the forest? Don't worry about us. We've been here a long time and take care of ourselves. I can see that. You both look very strong. Do you know who that spirit was, with the horned mask? We don't know, but when he shows up, the gross poison grows stronger. Wenn er hier ist, wird das Ekelgift stärker. Hey, was machst du hier im Wald? Ja, Kinder, ne? I'm searching for the sacred mountain shrine. Can you take me there? Ich hätte jetzt eher gesagt, dass sie in den Wald kackt oder so, aber... den Kiddies ja nicht sagen. Wenn du zum Bergschrein willst, musst du zuerst bei etwas helfen. Aha. Und der Bruder Tao ist tief im Wald gefangen. Wir brauchen dich, um ihm zu helfen. Ich dachte, ihr seid stark. Tolle Idee, Saya. Das wird einfach für sie sein. Hast du gesehen, wie sie mit dem Strichmännchen gemacht hat? Hilf uns, Taro zu befreien und wir bringen dich zum Bergschrein. Das klingt nach einem Deal. Ja, das kriegen wir hin. Lol. Ich werde aber noch ein paar Rotz finden. Die Mehrzahl von Rott. Hört sich ungefähr so an wie das, was ich gerade in der Nase habe. Kann ich hier noch irgendwas machen? Das sieht doch wirklich schon so aus, als könnte man da was machen. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Vielleicht ist es ja auch nur so eine Nebenchallenge. Lauf mal, Kena, lauf! Also bis jetzt gefällt mir das Spiel ganz gut. Auch wenn ich beim ersten Boss leicht verkackt habe. Kena, Bridge of Spirits. War das jetzt Prolog? Irgend so ein böser... Och nein, Karte. Wird das schon wieder so riesig lang. Okay. Also, ja. Wird schon, ne? Ja, gut. Ei, ei, ei. Wird viel zu erkunden sein. Na gut, aber dann müssen wir uns mal ein bisschen sputen. Aber das kriegen wir hin. Strella. Also was mir persönlich auch so ein bisschen gefällt, ist, dass das Spiel recht still ist. Also auch mit den Hintergrundgeräuschen und allem drum und dran ist relativ melancholisch. Was ich auch vom Wald so ein bisschen erwarte. Ich meine, es ist ein Geisterwald, da werden nicht so viele Tiere rumlaufen. Und es muss ja nicht immer so eine penetrante Hintergrundmusik sein. Heiko, okay. Ich nehme an, die müssen wir Stück für Stück befreien. Ah, boah. Das war gemein. Ich hätte nicht gedacht, dass es Stress gibt. Okay. Also ich würde sagen, hier ist die Kacke auch nicht am Dampfen. Ich warte auf dich am Wasserschrein im vergessenen Wald. Sind das Herausforderungen oder sind das... Das war schon mal relativ... interessant. Oh nein. Ich glaube schon wieder ein Kampf. Oder muss ich die jetzt suchen? Yeah.
Das habe ich mir gedacht. Und jetzt kommen die ganze Zeit, damit ich halt diese Energie von denen... sammel. Oder? Okay, das hat mich jetzt gewundert. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass man für jedes so ein, zwei Gegner besiegen muss. Yeah. Sieht doch schon mal etwas besser aus. Nicht perfekt, aber immerhin. Hutwagen entdeckt. Ja, ich kaufe mir einen schönen Hut. So Pikachu-Ohren. Und dann machen wir die Kleine voll zum Affen. Karma und Upgrades. Generiere Karma, indem du verdorbene Feinde besiegst, die Umwelt wiederherstellst und Früchte für deine Rot findest. Okay. Im Upgrade-Menü kannst du Karma einsetzen, um neue Fähigkeiten freizuschalten. Ah, Karte? Ja. Oh. Okay. Upgrades. Dafür brauchen wir 100 Karma, ne? Wenn nicht für alles. 50. Freigeschaltet. Drücke R1 für einen leichten. Okay, schwere Angriffe können durchhalten. Ah, okay, interessant. Was haben wir hier? Oh, schneller Schlag wäre natürlich auch ganz geil. Aber es ist halt die Frage, ob ich das hinkriege, ne? Ich glaube, das Kampfsystem kann doch ganz knifflig werden. L1 zum Schilden. Ja, was ist hier? Drücke R1 nach dem Parieren, um einen Wirbelangriff auszuführen. Oh, das werde ich mir doch eh nicht merken können. Komm schon. Stärke vom Schild wird erhöht. Erhalte Rottaktion, wenn du einen gegnerischen Angriff... Oh, das ist nicht schlecht. Und nochmal erhöhen. Okay. Was sind die Kampf-Upgrades? Oh, Sprintangriff. Ja, also Sprintangriff wird natürlich lustig. Ich glaube, ich will echt hier den Angriff ein bisschen, den Nahkampf ein bisschen pushen. Drücke beim Springen R2. Oh, nicht schlecht. Was haben wir hier? Führe einen schweren Angriff mit präzisem Timing durch, um massiven Schaden zu verursachen. Ansonsten, ja, zusätzlich Karma, halt der Rotthammer. Yo, not bad. Rot Level 2, starte den Kampf mit einer Rot-Aktion. Ah, okay. Nee, ich würde sagen, machen wir erstmal das hier. Okay, das ist ein schneller Kampf. Das muss ich jetzt lassen. So, sammeln wir den mal ein. Super. Aber die sind so knuffig. Topf. Neuer Rotthut verfügbar. Okay. Oh, so ein Pilzhut wäre natürlich cool, ne? Outfits. Also wir haben nur das Standard-Outfit. Okay, verstehe. Ich könnte eigentlich mal gucken. Hier ist doch noch... Ich will mal gucken, was dieser Code hier verursacht. Ja, was sind denn die Bonusinhalte? Deluxe Edition. Golden Rod Skin. Digitales Soundtrack. Und einzigartige Partyhüte. Ah, oh, ich habe sogar Sticker drin. Hier diese Rotsticker. Okay, es ist lustig. Das muss man schon... Ja, doch. Nach dem Stream werde ich erstmal meinen. Code einsetzen. Also mein Code. Lee. Ja, aber... Was bringt's eigentlich, so um ehrlich zu sein? Ich kann mich warpen? Aber wohin? Okay, aber es gibt Schnellreisefunktion. Das ist schon mal gut.
Dann weiß ich schon mal Bescheid. So, jetzt müssen wir noch gucken, ob man irgendwo noch irgendwas machen kann. Okay. Das frisst halt auch... Nee, warte, das ist was anderes. Karma ist was anderes als diese Kristalle, okay. Was ist denn Charme und Geister? Und da bin ich selbst nicht so ganz... Ich weiß gar nicht, ob ich wissen will, was Charme ist. Aber ansonsten so an sich... Hätte mir das Spiel ganz gut bis jetzt... Guck ich schon mal ein bisschen Dorf um. Over there. Yay! Wir haben was zu essen gefunden. Hat sich doch gelohnt. Wieder Kristalle gefunden, das ist okay. Okay, das kann ich nur einmal abgrasen. Schade. Besiege alle Feinde. Also es wäre halt... Will zwar nichts sagen, aber... Also für die verfluchte Truhe muss ich gerade schon etwas tun. Aber die Energie lädt sich nach einer Weile auf. Das ist schon mal ganz gut. Das bedeutet, ich muss jetzt mich nicht verfluchte Truhe wiederholen. Ja, nee. Also zwangshaft am Game müssen wir jetzt... Yay! Also hier finden wir doch einiges. Könnten wir eigentlich mal gucken, ob wir unseren Röttchen noch ein paar Hütchen holen. Oder was meint ihr? Aua. Das hat wehgetan. Speichern wir mal. Wo ist denn jetzt der nächste? Wo ist hier? Ist der Hutladen? Gut, wollen wir mal weiter. Ist Tara this way? The barrier is blocking the path. Maybe Zaju can help. He's usually at the masked shrine. You'll know when you see the sacred trees. Maskenschrein? Da hinten nehme ich an, ne? Soll das Hirsche sein? Für mich sieht das eher aus wie Füchse. Mit Wurzeln. Also das hier könnte ein Hirsch sein. Aber das hier sieht für mich halt eher aus wie ein Fuchs. Okay, das bringt nichts. Oh, ja. Okay. Das mit den Masken hat schon was, ne? Seem quite fond of you. They're usually timid. Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, spirit. I seek passage to the sacred mountain shrine. Our village is bound to the shrine's energy.
But that power faded long ago. Das habe ich mir gedacht, das sei jetzt nicht unbedingt. Trapped spirits linger here, entangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. On my way, I met two children. They asked me to help free a boy named Taro. I'm not surprised that Benny and Saya found you. They are clever children and would do anything for their brother. Interessant. We have always crafted wooden masks to honor those who have passed on. Placed here, the masks slowly turn to dust, aiding the spirit's journey into the next life. My father was a spirit guide. Our traditions are different, but he helped many spirits pass from this life to the next. So you know what happens to spirits unable to move on. Take Taro's mask. It is bound to his spirit and will help you fulfill your promise to the children. Okay, das ist lustig. Das ist, also das mit den Masken gefällt mir ganz gut. Their brother's fate will be difficult for them to understand. Das habe ich mir schon fast gedacht. Taros Maske. Aha. Ich kann mich aber damit nur umgucken. Okay, das ist cool. Bin jetzt nur gespannt, was man damit so machen kann. Prüfungsschrein ist noch nicht verfügbar. Okay, ich verstehe. Ich sehe halt nichts. Die Frage ist halt eher, sollte ich vielleicht eher der Story folgen oder bleibe ich jetzt erstmal auf dem Erkundungstrip? Der hat ja mir schon das ein oder andere Mal eine positive Überraschung beschert. Kann ich jetzt auch hier durchlaufen? Nein, kann ich nicht. Okay, also es gibt teilweise vorgefertigte Wege. So richtig Open World ist es nicht, was ja nicht unbedingt verkehrt sein muss. Diesbezüglich will ich kein Urteil fällen. Wenn es halt ins Gameplay... In nicht jedes Gameplay passt auch eine Open World. So, wo sind denn die zwei Süßen? Ich nehme an, das ist nicht die richtige Maske, mit der ich durch kann. Okay. Ich nehme an, diese Masken... Ja, das habe ich schon fast gedacht. Das habe ich mir schon fast gedacht. Also was in Super Mario die Sterne sind, sind hier also die Geister. Es gab ja in Super Mario, also Super Mario 64, das war ja relativ simpel. Da brauchtest du ja so viele Sterne, um zum Beispiel eine neue, einen neuen Raum in Peachs Schloss zu erwirtschaften. Beziehungsweise zu bekommen, um andere Welt zu betreten. Was eigentlich auf 3 begrenzt war. Also es war relativ easy. Recht viele Sachen frei zu kratzen. Okay, hier kann ich nur nichts machen, ne? Ich kann hier aber auch nicht abschießen, oder? Ich kann auch so ein bisschen... Nee, okay, das ist in einem Dojo. Obwohl, das sieht alles nicht asiatisch aus. Also zumindest nicht so traditionell. Also zumindest etwas aus dem feudalen... Japan kennen wir ja schon. Einfach aus diesem aus dem Aspekt her, dass wir ja von Ghost of Tsushima schon ein bisschen kennengelernt haben. Aber hier, das sieht jetzt so ein bisschen... Autsch. Ich dachte, ich könnte jetzt mal chillig baden gehen, aber...
Das ist jetzt ein Bug. Du hast Geisterpost gefunden. Du hast etwas gefunden, das einem Dorfbewohner gehörte. Bring es zu seinem Haus im Dorf. Der Ort ist auf der Karte markiert. Okay. Super. Die sind doch echt praktisch. Die kleinen Helfer. So, Ort auf der Karte markiert. Ist das der hier? Ja, ja. Also ich hätte es persönlich ja vielleicht 1-2 Häuser weiter gemacht. Nicht direkt gegenüber. Dann hätte ich zumindest vielleicht... Hätte man zumindest vielleicht die Markierung auf der Karte sehen können. Ganz genau. Jetzt. Okay, das... Wie sie durch die Gegend fallen. Bumm, wie kleine Kugeln. Finde ich lustig. Doch, ich mag die Rotz. Die sind knuffig. Hallo, junger Mann. Kannst nach Hause gehen. Money! Money? Money, money, money. Wir befreien die Geister und rauben ihre Häuser aus. Das ist immer gut. Hey! Neuer Begleiter. Wir haben jetzt 15. 10. Wir brauchen 15 für die nächste Stufe. Das ist super. Super. Kann ich hier noch irgendwas einsammeln? Nee, ne? Der mit dem kleinen Pilzkopf, den nehmen wir Justin. Das ist der kleine Justin. Guck mal, wie er uns folgt. Na, der sieht doch knuffig aus. Der mit dem Kleeblatt? Das ist die Juna. Wo haben wir den denn? Haben die nur einen? Ich meine, die hätten mehrere. Oh, guck mal, mit der kleinen Teeschale. Der Justin findet das Spiel bestimmt langweilig. Aber er ist ja noch AFK. Warte mal. Yay! Was ist das denn? Das hat doch bestimmt auch noch irgendwas zu bedeuten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach aus Jux und Dollerei da ist. Doch schwer nach einer verfluchten Truhe. Essen! Komm, mampf mal schön. Oh, gelber Hut.
Pilzhult. Na dann. Hier muss ich wieder was liefern. Habe ich das überhaupt? Nee, ne? Der Schnee schmilzt dieses Jahr schnell. Mal sehen, ob der Pass zu Rufus Haus frei ist. Rufus Haus. Das sagt mir halt nichts, ne? Ich kenne doch noch keinen. Ja, der Pass ist, glaube ich, nicht frei. Aua. Hat mich jetzt leicht erschreckt, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe, dass ich wie ein Volltrottel da reinrenne. Aber, naja. So, die Frage ist jetzt nur... Ja, mit denen will ich jetzt eigentlich noch nicht los. Nee. Bevor ich jetzt wieder in dieser Suppe ertränke. It went through here, but we can't get past. There's more of that nasty stuff blocking the path. Es gibt noch mehr von dem ekligen Zeug, das den Weg versperrt. Kannst du es loswerden, damit wir durchkommen? Natürlich. Buble. Heile dich. Ja, ich dachte, ich soll mich heilen. Was denn jetzt? Verstehe ich jetzt nicht. Waldrehen stellen vorübergehend die ursprüngliche Form der Rott wieder her. Um die Wolke zu bewegen. In dieser Form können die Rott Feinde angreifen, Barrieren zerstören und Verderbnisse bereinigen. Okay, das ist cool. Kommt mal her. Okay, das ist cool. Ja, so sieht's aus. komisch. Also wenn es wirklich nur die Währung ist, diese Kristalle, um irgendwelche Hüte oder so zu kaufen, dann wären wir aber ganz schön damit zugespammt. Aber vielleicht können wir uns dementsprechend auch einen besseren Geisterstab oder so holen. Oder Ausrüstung. War schlimm, ne? Ja, das habe ich mir gedacht. Die Frage ist nur, wie können wir das... Reicht das?
Ja. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde die Stimmen von den Kindern sehr, ja. Interessant. Die sind sehr... Ich habe so das Gefühl, die sind sehr, ja, enthusiastisch. Okay, das ist cool. So, schickt ihr kleinen Lümmel. Wunderbar. Ich eigentlich... Muss ich hier hoch? Oder kann ich auch hier lang, theoretisch? Nee, okay, ich muss da lang. Schade, ich dachte, ich hätte jetzt so einen kleinen Geheimgang gefunden oder so, wo irgendwas drin ist. Nein. Ich meine, ich finde es jetzt gar nicht schlecht, weil das Spiel relativ linear ist. Es hat durchaus auch seinen Charme. Muss ja nicht immer alles... Ich hab doch Kreis. Danke. Runterfallen wäre dämlich. Ah, ist wieder so ein Warpunkt, ne? Bedeutet, ich kann mich jetzt immer von Flamme zu Flamme... Ah, okay, verstehe. Brauche ich aber nicht. Obwohl, warte mal. Doch. Ich will mal was probieren. Ich will mal gucken, ob ich mir vielleicht ein neues Outfit oder so holen kann. Aber die sind, glaube ich, noch nicht verfügbar, ne? Komisch. Ja, da will ich mich mal hinwarten. So. Erstmal alles mal ein bisschen angenehm machen. So, das ist ja nicht hier irgendwo. Na gut. Hier kommt schon wieder ein Kampf. Fuck! Alter! Fuck! Ich dachte, die Dinger können heilen. Was denn jetzt? Ja.
Ich bin noch ausgewichen. Achso, das Rote ist ja aua. Oh, ist das gemein? Ist das gemein? Sag mal, bin ich so schlecht oder sind die Spiele einfach nur anspruchsvoller geworden? Übel Mübel, Mann. Okay, war nicht ganz so einfach. Aber läuft. Ja. Warte mal, kann ich nicht auch hier irgendwie so eine Waldrede? Ja. Es war doch irgendwie relativ klar, dass das funktioniert. Ja, noch eine Rotte gefunden. Halte R2 gedrückt und drücke um einen Rotthammer. Machen wir erstmal den hier. Geister. Ah, okay, okay, verstehe. Gut. Ein paar Upgrades haben wir schon, das gefällt mir. Nehmen wir mal ein paar von denen mit. Nee, ich komme damit nicht durch die Gegend. Also so ein Drill. So kindlich das auch aussehen mag. Ich finde das Spiel nicht uninteressant. Bis jetzt. Gefällt mir also auch von der... So, auch von der Story her gefällt mir das eigentlich ganz gut. Das ist ungefähr seine Todesgeschichte. Nicht, dass der nach den kleinen Kindern gesucht hat. Das ist ein Warp-Portal. Da leuchtete doch noch was. Kann ich hier hoch? Aber eigentlich... Ich aber noch nicht lang. Komisch ist das denn? Oder muss ich dem jetzt erstmal folgen? Also da wir ja die Bridge of Spirits sind, sind wir ja die Brücke der Geister. Dementsprechend verbinden wir ja das Totenreich mit dem lebenden Reich. Meine Frage eher diesbezüglich ist jetzt, wenn wir jetzt
die Geisterquests machen, so dass wir denen folgen. Sind es dann jetzt eher so die Todesgeschichten? So die tragischen Todesgeschichten? Dass wir sehen, warum er gestorben ist? Sozusagen? Ja, das habe ich mir gedacht. Er hat sich also auf die Suche nach seinen zwei Brüdern gegeben und ist, glaube ich, dann durch einen Steinfelsen gestorben. Taro! Oder ist im Sturm unter den Baum gefallen. Was did you see when you put on Taro's mask? Taro is here, but he's forgotten who he is. We need to find three relics to help him remember. The forest is huge. How do we know where to look? Tja. Maybe Mr. Russo can help us. His house is up that way. Oh. Na dann. Okay. Kann ich hier auch irgendwas befreien oder so? Rusus Haus liegt in dieser Richtung. Das sieht aber jetzt aus, als wären wir dann schon ordentlich unterwegs. So, dann hol ich mal was zu fressen. Hm? Lecker Bärchen. Lecker. Lecker Schmecker. Nam, 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 nam. Also von den Wurzeln müssen wir uns so ein bisschen in Acht nehmen. Ne? Das haben wir ja schon gelernt. Oh, guck dir diesen Angriff an. Ja, ganz genau. Kena lässt sich nicht einfach so an die Wäsche. Gib dir einen Hammer. Ins Gesicht. Aua. Das war knapp. Wenn der nicht getroffen hätte, ich hätte ein Problem gehabt. Bin ich ganz ehrlich? Bin ich auf jeden Fall... ich bin nicht gut drin. Daraus mache ich auch keine Schande. Also, es ist eine Schande, durchaus. Aber da, ich mache da kein Hehl draus. Ich stehe zu meiner Schande. Ich bin ein schlechter Gamer. Weil ich es verkacke. Warte mal, hier sind noch die kleinen Kiddies wieder. Ja. Okay. Frage ist jetzt nur... Wie kriege ich das aktiv hier? Kriege ich es bestimmt später aktiv. Ich das schon? Nee, kann ich noch nicht. Okay. Muss ich jetzt hier lang? Hier ist auf jeden Fall nochmal ein Maskenladen. Hutwagen entdeckt. Woher der auch kommt. Ist okay. Ist okay. Ich nehmen. So, Shop. Fuchs. Oh, wie süß. Ja.
Aber ich kann halt immer noch kein Outro. Jetzt hat einer von uns eine Fuchsmaske auf. Das ist doch schön. Ja, das bringt mir halt alles nichts, ne? Dann muss ich halt erstmal hier weitergehen. Ich weiß, dass da oben was ist, aber ich kann es nicht nehmen, Leute. Ich weiß noch nicht, warum. Wahrscheinlich muss ich doch erstmal in diese Richtung. Ist eigentlich schade. Ich würde ja am liebsten alles gerne... Ist jetzt die Frage, was ist jetzt genau? Warte mal, hier gehe ich wieder zurück. Von da kam ich. Okay, okay, okay. Also optisch ist es echt wunderschön. Wisst ihr was? Warum mache ich nicht noch eine Aufnahme dazu? Doch sowieso schick. Na, dann holt euch mal das Essen. Stört euch der Chat im Stream oder soll ich den aus an oder ausmachen im Bild? Das könnt ihr ja. Für die Leute, die es auf YouTube sehen, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Und für die Leute, die es auf Twitch sehen, haben natürlich den Vorrang, klar. Aber die können es ja trotzdem mal raushauen. Vorderdrott, Level 2. Okay. 150. Ja, ans nächste Upgrade werden wir jetzt nicht so schnell rankommen, habe ich das Gefühl. Dafür müssen wir noch ein paar Rots finden. Und ich glaube, die sind gar nicht so einfach zu finden. Rusuberg. 0 von 13. Oh. Oh. Die haben da ja was. Hier zum Beispiel. 24 Rotz können wir hier finden. 31 Hüte. 8 Blumenschreine. Geisterpost. Verfluchte Truhen. Oh, das wird natürlich ein Spaß. Ich sehe es schon kommen. Ich will das bestimmt abgrasen. Wenn das Spiel jetzt nicht irgendwie voll in Mega-Shit baut. Bin ich da... Ich meine, klar... Oh, das Wasser sieht schön aus. Doch. Also wenn man jetzt mal bedenkt, die Effekte sind zwar klar, passend zum Look, Cell-Shading, aber so generell Wasserspiegelung so, da also muss ich die PlayStation nicht verstecken. Ich komme da nicht hoch, oder? Komm schon, nicht hier durch so einen kleinen Glitch. Ja? Nein? Hier? Ich kann Doppelsprung. Warum auch? Also da hat jemand mitgedacht. Ich will es ihm nicht böse... Ich will es ihm nicht böse nehmen. Mitgedacht hat jemand. An so einen kleinen Lümmel wie mich. Der dann doch versucht, da irgendwie hoch zu glitschen. Indem er sich auf Mini-Stein stellt und mit dem Doppelsprung versucht, da hochzukommen. Also Hut ab, da hat jemand mitgedacht. Ansonsten... Die Wassereffekte sind schon geil, ne? Ja, normalerweise bin ich eigentlich auch eher so ein PC-Spieler. Weil man dann deutlich mehr Leistung und so rauskriegt. Klar, PC ist wahrscheinlich relativ teurer als so ein... Obwohl, wenn man mal bedenkt, dass ich knapp 700 Euro für die PlayStation hingelegt habe. Ja. War es dann... Also ich hätte einen guten Rechner dafür kriegen können. Wenn man die Grafikkarte weglässt. Ich meine, die habe ich mir sowieso gekauft, also. Rooster's house is so far away. Voll schlimm, ne? You can see his lookout at the top of the cliffs. Na toll. Lass mich raten. Ist da. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich da hinkomme.
Aber dafür... Also ich finde, die Konsolen müssen sich nicht, also aktuell nicht verstecken. Zur PlayStation kann ich gar nicht so viel, also beziehungsweise zur Xbox Leistung und Grafik kann ich gar nicht so viel sagen. Manche sagen, es wäre besser. Das ist aber auch die Frage, sind es jetzt eher PlayStation-Fanboys, die die Xbox schlecht reden wollen, oder sind es Xbox-Fanboys, die die PlayStation schlecht reden wollen? Ich will mich da ja mal so ganz raushalten und halte es dann immer so für nativ, beziehungsweise für unvoreingenommen. Yay! Super! Frage ist jetzt trotzdem, wie komme ich weiter? Ich muss ja irgendwie hochkommen. Vor allem wäre meine nächste Frage, ob es Fallschaden gibt. Okay, unter den Wasserfall kann ich auch nicht durch. Also so gut wie das Wasser aussieht, die Wasserfalleffekte sind, haben sie ein bisschen gespart. Was ja auch nicht unbedingt schlecht sein muss, ne? Haben sich da jetzt gerade die Felsen später aufgebaut? Okay, das ist schlecht. Kann ich auch schneller schwimmen? Nee, ne? Ja, wie soll ich denn da hochkommen? Also da habe ich jetzt so einen kleinen Rod gefunden. Ist der Justin eigentlich wieder da? Kai, du bist so still. Lebst du noch? Der Justin spielt also Phasmophobia. Diese Halunke. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich überhaupt lang... Soll, muss, kann, aber ich glaube, ich kann hier auch weiter. Ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass das Spiel mit extrem vielen Irrwegen arbeitet. Also von daher. Eine Sekunde. Ja, wollen wir mal ein bisschen... Das gefiel mir gar nicht. Es war so schön. Das sind doch schon wieder diese bösen Blumen. Habe ich mir gedacht. Die gibt es doch wieder voll fett aufs Maul. Ich hab doch... Fuck!
Holy moly! Also, ist nicht einfach, ne? Alter, was machen die für Damage? Alter. Ich habe ein Problem. Ich brauche noch einen Heilbrunnen. Ja, man kann es übertreiben. Alter, lecco mio. Ich will jetzt nichts sagen, aber das war ein bisschen heftig. Also ich muss irgendwie gucken, dass ich irgendwas an Leben oder so wieder krieg, weil das ist echt knapp bemessen. Bin ich jetzt. Hino, bist du noch da? One of Tara's memories. I should see where it leads me. Also theoretisch gucken wir ja mit dieser Maske der Geister durch die Augen eines Toten. Stell mal vor, das gäbe es im richtigen Leben. So, bei der Mordkommission oder bei der Forensik wäre das natürlich echt übel. Machst einfach so einen Gipsabdruck von dem Opfer oder so und dann kannst du halt durch seine Augen sehen. Das hätte Potenzial. Warum stehen die hier? Hier muss doch bestimmt noch irgendwo was geben. Ich habe immer so das Gefühl... Hätte ich die kleine Pflanze eher zerstören sollen. Die kleinen Pflanzen so richtig zerstören kann ich die, oder sollte ich nicht, weil wenn ich die zerstöre, kriege ich ja Leben. Ich glaube, die soll ich noch nicht lang. Okay. Was haltet ihr generell, also was hältst du denn generell von dem Spiel aktuell? Also mir gefällt es bis jetzt sehr gut.
glaube, die große Pflanze hätte ich eher zerstören müssen, weil die, ich brauche ja Mut von den Rots. Hier kann ich bestimmt noch was machen. Also generell ist das Spiel echt knuffig. Also mir gefällt's bis jetzt. So generell, so allgemein. Ja, die hätte ich eher zerstören müssen. Ja, das stimmt. Sofern man das machen kann. Weil ich glaube, hier ist es halt eher ein bisschen kritisch, weil ich ja im Kampf den Mut für die Rots erst aufbauen muss, damit ich die halt irgendwo hinschießen kann. Also ich habe da jetzt irgendwas befreit, aber es hat mir jetzt nichts gegeben oder so. Ich habe so das Gefühl, wenn ich abrutsche, geht's abwärts. Deswegen muss ich halt echt ein bisschen aufpassen, genauso wie hier. Ja, das habe ich mir gedacht. Also ich muss, bis jetzt muss ich sagen, gut, ich dachte, es wäre halt schweineteuer. Aber keine Ahnung, wie viel habe ich bezahlt? 40 Euro? Dafür, dass es ein relativ neues PS5-Spiel ist. Obwohl ich hätte eigentlich mir vielleicht die PS4-Version holen sollen. Da wäre vielleicht ein kostenloses Upgrade der PS5-Version drauf gewesen. Was bei vielen Spielen aktuell noch der Fall ist. Nur die PS4-Version ist halt günstiger. Die Bäume sehen lustig aus. Lass uns gehen. Ich glaube nicht, dass sie so lustig aussehen. Ansonsten, ja, könnt ihr gerne mal in die Kommis oder in den Dings muss loslassen, wie ihr das Spiel aktuell so findet. Ich nehme das für YouTube noch gerade so nebenher mit auf, so ein bisschen. Die Frage ist, wie komme ich denn da lang? Ich nehme an, ich muss da doch irgendwie hier lang und ich darf nicht runterfallen oder ich sollte möglichst nicht runterfallen. Na, der mit der Fuchsmaske. So, musste neu laden, hatte einige Lags, deswegen waren die Nachrichten so verzögert. Ah, okay. Okay. Also ich hatte ja gesagt, dass ich eigentlich relativ begeistert von dem Spiel bin. Also sieht grafisch halt super aus. Klar, es ist jetzt nicht die realistischste Grafik. Das liegt aber an dem Grafikstil. Ansonsten finde ich es halt optisch doch ganz schön, was das angeht. So vom Gameplay her, ja, es ist ein bisschen dadurch, dass ich halt durch den Schild eine gewisse Animation habe oder brauche, um zum Beispiel das Schild aufzubauen, ist es immer für mich ein bisschen schwierig. Warte mal, ich will mal was gucken. Was passiert eigentlich, wenn ich mal hier lang gehe? Es wäre cool, wenn ich da zu so einem Secret kommen könnte. Ansonsten, Gameplay selbst macht sich ganz gut. Das ist halt ein bisschen blöd, dass sie halt immer erst diesen Dingsbums macht. Geisterpost gesammelt. Okay, es hat sich gelohnt. Dadurch, also mein Problem ist halt immer noch bei den
Konsolengenerator bei der PlayStation vor allem. Ich spiele ja eigentlich mit dem Xbox-Controller. Und da ist es halt so ein bisschen, während bei den meisten Sachen halt B als Loslassen oder Ablehnung gedacht ist, ist das bei der PlayStation der Kreis. Bei der GameCube war das halt da, wo bei der PlayStation Viereck war. Und bei der Xbox ist das halt der auch Viereck bei der Position. Und hier ist es ja halt genau andersrum. Und dementsprechend bin ich da immer noch ein bisschen, muss ich immer noch ab und zu mal auf den Controller gucken. Aber ansonsten so gameplaymäßig kann ich echt nicht meckern. Das Spiel ist knuffig, knuffig as fuck. Das spielt sich ganz gut. Bis jetzt. Ich habe nur das Gefühl, dass die Kämpfe ein bisschen extrem stark sind, weil wenn du halt Schaden frisst, dann halt richtig. Das könnte... Ja. Das könnte, was das angeht. There she is. Wie kommt ihr denn hierher? The bridge is broken. Maybe the rock can help. Die Rot, ich dachte schon. Hurry, I don't think they can hold it for long. Ja, dann müssen wir uns beeilen. Ah, das haben sie gut gemacht. This pack is tiny. It looks like it could have belonged to one of the children. Ich habe eine ganz komische Vorahnung. Ganz böse Vorahnung. Ja, also bis jetzt geht's. That corruption is powerful. There must be a relic nearby. I need to find another way around. The forest has become too dangerous, Taro. The village is the safest place for you. If you hurry, you can make it back before sundown. I'll come for you when my work here is done. Na dann. Also hier gibt es natürlich wieder Fettverrottung. Das habe ich mir gedacht. Sowas. Aua. Ich hab doch... Achso, falscher Knopf zum Ausweichen. Holy moly. Das war knapp. Oh. So, warte mal, warte mal, warte mal. Lass mich raten. Ja, dahin. Ich glaube, auf einem höheren Schwierigkeitsgrad sieht man das auch nicht mehr. Muss man sich das selbst so ein bisschen ausmalen, was an sich okay ist. Also,
Die Rätsel, die gefallen mir bis jetzt, sind... Klar, die sind relativ leicht, ne? Also dementsprechend ist jetzt nicht zwingend so vollfett schwer oder so. Aber es muss ja nicht immer alles brutal sein. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass man sich nach den Kämpfen heilt. Das hat auf jeden Fall was. Die Frage ist, kann ich jetzt hier noch was finden? Ohne jetzt durch das Tor schon weiterzugehen. Aber ich befürchte, nein. Doch, hier kann ich noch was kriegen. Nee, noch nicht. Okay. Müssen wir uns aber merken. Also erstmal müssen wir die Verrottung hier lösen. Darunter will ich jetzt nicht fallen. Oh, das war knapp. Also, dass ich den Sprung geschafft habe, war pures Glück. Okay, sieht schon cool aus mit dem ganzen Leuchteffekt. Oh nein. Da ist auch schon wieder... Wie findest du die Story so bis jetzt? Das Spiel generell? Die Optik? Das war ja so ein halber Spontankauf. Oh, Kappa. Okay, das sind nur Heilblumen. Okay, die muss ich mir halt gut einteilen. Aua. Oh, du feige Sau. Die Kämpfe sind knackig. Das muss man lassen. Fuck, 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 fuck. Nein! Lass mich in Ruhe, du Lümmel! Komm runter, du feige Sau! Ja, von da oben kann man sich natürlich alles spammen. Ja, natürlich. Alter. Ist okay. Boah. Ich will nichts sagen, aber... Die Heilungsblume daneben dran, die hebe ich mir stark auf. Auf jeden Fall. Bisschen.
Och nee. Komm, der hat einmal aufs Maul gekriegt. Und der Justin ist AFK, dieser Lümmel. Nein, 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 nein. Spuck was aus, was mir hilft. Autsch. Ja. Jetzt haben wir gar keinen Dead Counter. Scheiße. Na komm. Ich gewöhne mich so langsam dran. Oh ja, der hat gesessen. Ich meine, ich habe auch wieder einen abgekriegt. Na komm, du packst dich doch sowieso wieder da oben hin. Na du feiger Lümmel durch. Jetzt übertreibt man, Alter. Ein Blinken wäre schön, dass ich wenigstens in Ruhe aufstehen kann. Sollte vielleicht viel mehr mit meinem Schild arbeiten. Heilen wir uns mal. Brauche einen schnellen Schlag. Komm schon! Er ist fast tot, Mann! Yeah! Wer ist deine Mama? Hab Angst vor dem mächtigen Uterus. Entschuldigung. Yeah! Ich brauche Upgrades. Ich finde es gut, dass man einfach so nebenher schnell upgraden kann. Das ist... hat was. So, Rott. Halte R2 gedrückt. Oh ja. Yeah, nehme ich doch mit, Baby. Ich bin klaustrophobisch veranlagt. Das bedeutet, ich habe vor jedem Angst, dass der Klaus heißt. Klaus, Klaus, Klaus. Klaus, Klaus, Klaus. Machen wir mal auf. Ich müsste mal irgendwas kaufen können. Jetzt bringt das nichts, wenn ich die ganze... Also Kacke sammeln und so halt ich ausgeben kann. Anna, you made it. I think we found Mr. Russo. Come on, this way. Okay. Ich bin aber zurück, da gibt's noch ein paar Sachen zu sammeln. Ich habe das Gefühl, es ist sowieso wesentlich besser, wenn wir, glaube ich, den ganzen Weg zu Fuß zurücklaufen. Can you pick that up? Ja, machen wir doch. Ja, Fuchsis. Das hat doch was gegeben. Super. 240. Nehmen wir mal mit. Gegenschlag. Ich dachte, man könnte damit Pfeile Bogen schießen, aber meh, schade. Ah, so grüne Wiesen. Ist schon schön. Oh. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das funktioniert. Ich glaube, Welpenschutz ist jetzt vorbei. Da muss man, glaube ich, jetzt ein bisschen selbst aufpassen.
habe halt die Befürchtung, dass ich halt irgendwas vergesse. Wenn ich halt nicht an jeder Ecke dieses Dingsbums mache. Die andere Seite ist noch relativ am Anfang. Hält sich also in Grenzen. Also für den YouTube-Stream tut es mir leid, dass ihr die knappe erste Stunde und 20 Minuten verpasst habt. Vielleicht lade ich auch einfach den Stream runter. Hallo, alter Mann. The power of the mountain shrine is connected to everything in this forest. The trees here grew strong, drawing on its energy. And the land was once in perfect balance. But like all things, the mountain shrine follows a natural cycle. One that our village struggled to understand. As the shrine's power began to fade, a devastating famine struck our village. Taro lost his parents, and he was left to take care of Benny and Saya. I should have done more to help Taro. And now I can only watch as his spirit struggles. We can still help Taro, Rusu. There's a relic covered by the corruption at your house. But I need a way to break through. That weapon you carry, I sense it holds a deeper power. The staff belonged to my father. It's been in our family for generations. He must have been a great spirit guide. I may be powerless against the corruption, but I can teach you a new way to fight it back. Ich kann zwar nichts machen, aber ich kann dir zeigen, wie. Das sind die besten. To a trained archer, the bow is simply an extension of the body. Alle mir jetzt. A spirit guide staff is no different. Kann ich jetzt piu 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 machen? Ground yourself. Feel the energy of the mountain. Spüre es in die Rumoren. Draw on its power. Lol. Jetzt wird jetzt zu einer Harfe. Okay, jetzt ist das Spiel gerade um 3 Punkte besser geworden. Ich würde sagen, das war vorher so eine 7 von 10. Mit dem Bogen erstmal auf jeden Fall eine 8. Versuche deinen Bogen an diesen Zielen, wenn du fährst. An welchen Zielen? An diesen Zielen. Wenn du fertig bist, kannst du... Mal machen. Ich meine, es ist ein Geisterstab. Also dementsprechend. Oh, weißt du, an was mich das erinnert? An Phoenix Rising. Stab für zum Bogen. Ja, klar, kann man mal machen. Von der Gehhilfe zum Stab, zum Schlag. Guck mal, mir richten hier eine Fuchsstatue nach der anderen auf und der Justin ist einfach AFK. Dieser Lümmel. Ich kann aber ewig zielen. Okay. Sieht komisch aus mit der Spitze, da das Blaue. Es geht, aber ja, also klar. Wenn du jetzt nach dem traditionellen Bogen gucken würdest, würdest du natürlich entweder die blaue Spitze von oben und, also zeitgleich, ne? Durchaus. Verstehe ich. Aber auf der anderen Seite, oh ja, Bogen-Upgrade.
Drücke R3, während du deinen Bogen spannst, um die Zeit kurz zu verlangsamen. Ja, das hat doch irgendwie Horizon Vibes. Aber welches Spiel waren das noch? Ja, ich glaube, ich kann hier runterfallen. Im Haus von Taro. Wird das denn überhaupt? Rusus Haus, Ruinen. Haus von Rusu. Rusus Posten, Rusus Haus. Warte mal, das ist der Posten, ne? Ja. Dann muss ich doch wieder zurück. Weird. Aber jetzt weiß ich auch, glaube ich, wie ich an die Früchte komme. Warte mal, ich muss auch in die andere Richtung. Ich glaube, ich sollte öfters mit der Karte arbeiten. Hier lang und dann hier durch. Focus is critical. Fokus ist entscheidend. Spanne den Bogen vollständig und deine Pfeile werden mächtiger. Ziehe den Hebel, um die Ziele... Schau, ob du sie treffen kannst, ohne... Yay! Nice shot! Oh yeah! That's what I'm talking about! Mich raten? Nein, schade. Was haben wir denn hier? You'll need to move quickly for this one. Follow the path and hit all six targets before time runs out. Boah, jetzt übertreibst du es aber. Ready? Jawohl, yay! Gute Fußarbeit. Versuche noch ein paar Runden und schau, ob... Nein, will ich nicht. Oh, Mann. Es bringt halt nichts, ne? Das ist so ein bisschen Auto-Aim. Na, immerhin. Ah, hier kann ich also... Hier kann ich mir Money verdienen für Outfits und so ein Scheiß. Das ist okay. Aha. Hier ist wieder so eine Träne. Hier kann ich doch wieder bestimmt irgendwas machen. Erstmal. Otter. Nee, aktuell noch nicht. Okay, aber das soll mir damit zeigen, dass ich halt durchaus damit was machen kann. Okay, also ja, Juna, verstehe ich. Wenn du jetzt sagst, es sieht mit der blauen Spitze komisch aus, klar. Aber dafür, dass es halt eigentlich ein Geisterstab ist, finde ich es jetzt auch nicht so schlecht. Die Manifestation der Verderbnis patrouilliert auf dem Pfad vor uns. Dein Bogen sollte helfen, den Weg frei zu machen. Okay.
Komm her, du Lümmel. In your face. Na, wo bist denn du, Lappen? Schlucki! Ich wollte nur von... Lappen. Ja, das habe ich mir gedacht. Du musst nur ablenken, Arschloch. Yo. Okay. Gefällt mir schon mal sehr gut aktuell. So generell, auch wenn es wie gesagt Comic-Cell-Shading-Look ist. Die Farben sind sehr entspannt. Die kleinen Rotz sind ganz knuffig. Unter anderem, und wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt unserem Stapel so Geisterpfeile abschießen können, hat das Spiel schon gleich mal 2 Punkte verbessert. Warum konnte ich die Fuchsstatue nicht aufheben? Achso, ja, ich habe falschen Knopf gedrückt. Entschuldigung. So, sieht doch gleich besser aus. 145. Ah, ich brauche 150. Ja, 3, um die Zeit zu verlangsamen. Ist auch nicht schlecht. Muss ich aber sagen, finde ich auch auf der anderen Seite ein bisschen lame, weil das Gefühl fast jeder hat. Alles, was mittlerweile relativ neu mit dem Bogen hat, ist halt irgendwie dann doch, okay, ist wieder so ein Warp-Punkt. Erst um 3, jetzt um 2, bald im, was? Ja, 3 Punkte waren dann doch, glaube ich, zu viel. Aber tiefer als 2 gehe ich nicht. Auf jeden Fall 2 bis 3 Punkte besser. Meditationsplatz entdeckt. Ruh dich hier aus, um deine maximale Gesundheit dauerhaft zu erhöhen. Cool. Das ist doch schon mal was. Wie lange kann ich meditieren? Ach so, nur bis zum gewissen Grad. Na, mit so niedlichen Kerlchen, da kann ich doch bestimmt auch meditieren. Ist wahrscheinlich nur so ein Vorwand. In Wirklichkeit ist das eigentlich nur so ein... Okay, das ist cool. So, Teleportationspfeile. Es hat was. Ich konnte doch... Kann ich... Och, ärgerlich. Alter. Water Slide. Hier gibt es auch wieder bestimmt aufs Maul. Und zwar für mich. Das habe ich mir gedacht. Arschloch. Na komm raus, du Lümmel. Oh shit. Oh shit.
Kann ich noch ab... Na, natürlich nicht. Ja, natürlich. Ich glaube, Nahkampf ist nicht mehr. Aua! Ja, ich dachte, er rennt auf mich zu. Au! Diese Mistsau. Dieser kleine Lappen. Das war gemein. Ob ich den auch abschießen kann? Nee, schade. Entschuldigung. Okay, das ist cool. Yeah. Das wollte ich haben. Was war das? Aufladen. Neue Zaubersteine verfügbar. Oh. Zaubersteine sind in der ganzen Welt versteckt und können auch durch das Abschließen von Prüfungen an Maskenschreien verdient werden. Mit den Zaubersteinen kannst du Kenas Fähigkeiten verbessern und dir einzigartige Vorteile im Kampf verschaffen. Studiere die Details, um den perfekten Zauberstein für den nächsten Kampf zu finden. Schildenergie bei Paradevoll... Ja, das nehme ich mal mit. Kleines Upgrade. Okay. Ah, was wäre passiert, wenn ich nach links gelaufen wäre? Ja, das sind ein paar Viecher, die sind angefressen. Komm her, du Lümmel. Das mit dem Schildwerfen ist mies, ne? Ich hab doch... Ich hab doch... Alter, der hat Aua gemacht. Mein Schild ist im Arsch. Ja! Alter. Aber ich krieg's so langsam raus. Also, ich war nicht ganz so im Arsch.
Ja, ne? Kann man mal machen. So. Jawollinge! So muss das sein. Also die Kämpfe sind knackig, die gefallen mir. Ich bin froh, dass ich nicht auf Hard spiele. Sorry, sollte ein Lied werden. I made that knife for Taro when he was a boy. Ich habe dieses Messer für Taro gefertigt, als er noch ein Junge war. Das ist schön. Er liebte diese Wälder und ich versuchte mein Bestes, um ihn die alten Wege zu lehren. Das ist schön. Die Sorgen unseres Dorfes haben ihn zermürbt. Ich war nicht für Taro da, als er mich am meisten brauchte. Schäm dich. Ich hoffe, dass wir ihm Frieden bringen können. Ja, ich hoffe. In der Verderbnis des vergessenen Waldes sind weitere Relikte versteckt. Ich werde dort auf dich warten. Aha. Entdecktes Relikt, Taros Messer. Aha. Ich krieg also. Verstehe. Okay. Charme. Aber warum sind Zaubersteine Charme? Verstehe ich nicht, aber okay. Upgrades. Ja, das ist ganz gut. Oh ja. Oh ja. Boah, darauf habe ich Bock. Darauf habe ich Bock. So, esst mal fein. Super. So, wunderbar. Hier ist wieder so ein Warp-Ding, das ist okay. Ah, okay. Immer noch 40, okay. Oh, wie süß. Ah, ne, sind Zielscheiben. Ah, okay. Ich dachte, das wäre was ganz Knuffiges oder so. Geht's da weiter? Gibt's da eine Prüfung? Ey! Hier geblieben! Also sowas aber auch. Nee, 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 du kommst jetzt schön her. Oha, der ist aber groß. Will zwar nichts sagen, aber... Okay. Also, ich sag's mal so, je mehr Stufen die Rotz haben, desto stärker werden die. Finde ich persönlich gar nicht so schlecht.
Aber bin ich nicht von da gekommen? Nee, von da bin ich noch nicht gekommen. Ich will aber da mal runter, vielleicht. Yo. Was man mit so einem kleinen, geisterhaften, magischen Stab alles machen kann. Okay. Ich habe so das Gefühl, ich muss das mitnehmen. Yeah. Gib mir Money. Hab zwar immer noch keine Ahnung, was ich mit dem Geld machen soll, aber ist okay. 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 Ich hab, ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Da wollte ich mal wieder zu viel. Komm schon. Man muss aber echt genau wissen, wo es ist. Sonst hast du echt ein Problem. Ich meine, solche Rätsel machen ja Spaß, wenn sie nicht unter Zeitdruck stehen. Also dieser Doppelsprung und diese relativ schön melancholische Umgebung erinnert mich wirklich an Alice Madness Returns. Ich finde es schade, dass es da nie einen zweiten Teil gab. Der hatte so viel Potenzial. Alice Madness Returns kennst du doch auch schon, Nino, ne? Ich meine, da warst du dabei gewesen. Musstest du eigentlich dabei gewesen sein? War ein schönes Spiel, fand ich. Also, ne? Mein, ich glaube, ich hab's immer noch. Bin mir da selbst nicht ganz so sicher. Also, ich hab's auf jeden Fall noch auf Steam, aber, weiß halt nicht, ob es das Spiel halt noch gibt auf den Steam-Servern. Da gab's ja mal so eine Sache. Es ist gut, zurück zu sein. Och. Ich glaube, die wissen gar nicht, dass ihr Bruder tot ist. Oder dass sie auch... Ich glaube, generell. Ich glaube, die Kleinen sind auch gestorben. Scheinen ja auch irgendwie so Geister zu sein, aber nicht so richtig. Schwierig. Also ich finde es auf der einen Seite auch ganz chillig. Also. Okay, jetzt muss ich aber nur mal ganz genau gucken, wo wir es einsetzen wollen.
hier schon mal nicht. Ich meine, die Träne dort ist ja nicht umsonst da. Die Frage ist, wo wollen wir die Eule denn hinstellen? Das sieht doch aus, als könnte man die hier hinstellen, oder? Nee, das sind aber Männchen. Und die sind zu weit. Okay. Aber wo könnte man denn die Eule platzieren? Wo könnte man die Eule hin platzieren? Sicher? Ah. Okay, hat mich meine Intuition doch nicht getäuscht. Hier waren wir, ja. Okay. Hier war ja die Brücke. Also dementsprechend gibt es hier auch nicht mehr viel. Ich glaube, mit unseren jetzigen Fähigkeiten sind wir mit dem Dorf eigentlich gut durch. Frage ist jetzt nur, wie geht's weiter? Ich will mich jetzt eigentlich ungern irgendwo hinwarpen. Weil ich eigentlich aktuell auch hier so ein bisschen die Waldgegend, die Vegetation, so schick wie das alles ist, eigentlich eher gerade stark genieße. Mich würde mal interessieren, ob die Blumen, ob die dauerhaft Leben geben können. Das wäre auch mal interessant zu wissen. Sprich, immer wenn du so einen Rottdingsbums, hier so einen Rottpunkt frei hast, schickst du die einfach dahin, dann heilen die dich. Das würde zumindest in den Kämpfen, die Kämpfe wesentlich vereinfachen. Triff Rosu im vergessenen Wald. Ruinenschlucht. Rothutwagen. Waldpfad hier, vergessener Wald. Kann ich da hin? Porten? Nee, ne? Aber hierhin könnte ich mich warpen. Zum Waldpfad? Ja, ich könnte aber auch gucken, ob ich einfach zurück kann. Über die Schlucht. Kann ich mich hier nochmal was gucken? Zu weit vom Warpscheuchen entfernt. What the f... WTF. Aber das finde ich halt doch ein bisschen komisch. Ah. Okay, das ist cool. Das. Okay. Ich will mal gucken, ob ich da noch irgendwie mehr machen kann. Ja, irgendwie muss es doch auch was sein. Das mit dem Schmetterling. You know? Weil über die Brücke komme ich halt nicht, ne? Da musste ich mich halt schon hier zu den Ruinen oder zu der Schlucht.
Ich könnte aber auch hier lang gehen. Und hier nochmal gucken, ob ich da was finde. Was meint ihr? Wollen wir den langen Weg zurückgehen, sodass ich jetzt hier nach Nordwesten gehe? Direkt? Oder sollte ich mich direkt nach Südwesten teleporten? Warum frage ich denn überhaupt? So, bis dahin spanne ich noch mal meinen Liegestuhl so ein bisschen. Ja, ganz genau. Ja. Ich meine, ich persönlich würde ja schon eher tendieren, gucken, ob ich das Mikrofon noch ein bisschen näher kriege, über die nordwestliche Route zu gehen. Da würden wir ein bisschen mehr von der Umgebung sehen. Aber ich weiß halt nicht, ob ich hier durchkomme, durch die große Brücke. Ich glaube, das wird ein großes Problem. Ich könnte aber auch diese Route nehmen, hier unten lang. Aber ob ich hier drüber komme, ist die Frage. Das ist natürlich jetzt die große Frage. Ich probier's mal. Can you pick that up? So, räumen wir mal auf. Das macht ihr fein. So ein bisschen Minion-Vibes hat man ja schon, ne? Oh, ist das ein neuer Rotthut? Ja, geheilte Stärke. Kostet ein Huni. Schaden des Stabs ist nach der Verwendung einer Gesundheitsblume für 10 Sekunden stark erhöht. Gesundheitsblumen sorgen für mehr Gesundheit. Sind jetzt beide aktiv? Ausrüsten, ablegen. Schildenergie. Ja gut, mit Schildenergie habe ich es eh nicht aktuell. Okay, ich kann sie für einen Huni freischalten, aber ich muss halt so schon ein bisschen manuell ausrüsten. Okay, ich verstehe. Gut, wäre auch, glaube ich, ein bisschen zu overpowered, wenn du alle halt freischalten müsstest. Okay, das ist echt cool. Das ist einfach echt sau cool. Wir haben viel zu viele Sachen. Also eigentlich müsste ich jetzt echt mal gucken. So, esst mal was klein. Ich brauche jetzt auch noch mal was zu trinken. Wunderbar. Also ich finde die Rotz die kleinen Rottis knuffig. Vor allem, dass sie halt so gut helfen, ne? So, jetzt will ich mal was machen. Upgrades gucken. Ich habe doch den Hammer freigeschaltet. Ach so, ja, das war... Okay, nee. Das war der Hammer. Nee, das hier. Dem Kampf bei. Ach so, okay. Hier Rotthammer.
Okay, das ist echt cool. Das ist echt sau cool. Wollte ich hier noch nicht noch Blumen freihauen? Habe ich gemacht, ne? Ja. Okay. Bin ich hier richtig? Ja. Speichern. Jetzt komme ich auch da hinten hin. So, komm her. Wunderbar, da haben wir doch schon mal wieder einen bekommen. Das ist doch schön. Aber schneller schwimmen kann ich nicht, ne? Ach, schade. Das hätte mich jetzt echt gefreut. Aber ich will mal hier hinten nochmal gucken, ob ich da noch weiterkomme. Jetzt mit dem Pfeil. Weil da hinten kann ich ja bis zu einem gewissen Grad hoch. Ob ich hier weiterkomme oder so? Ich glaube es zwar nicht. Aber... Wie die einfach auf dem Wasser laufen? Und ich muss da schwimmen? Kann ich mir die nicht einfach an die Füße binden und wie Jesus übers Wasser rennen? Nein, natürlich nicht. Das Spiel wäre dann zu einfach. Ich muss laufen. Schwimmen. Hier kann ich nichts machen, ne? Schade. Okay. Hätte ja sein können. Schade. Boah, ich habe aktuell so viele große PlayStation-Hits am Laufen. Aber weiß ich halt echt nicht, was ich zuerst machen soll. Ich hätte auf der einen Seite auch mal wieder richtig Lust, Ghost of Tsushima weiter zu streamen. Aber aktuell finde ich halt wirklich Kena viel besser. Bei aller Liebe zu Ghost of Tsushima, aber Kena hat halt echt was. Da kommt doch bestimmt eine Eule hin. Genau. Hallo. So, so einer ist es also. Da hast du dich versteckt. Eieiei. Aber hier muss doch noch irgendwas hin. Ich habe so das Gefühl, dass hier noch eine dass hier halt noch irgendwas fehlt. Oh ja, habe ich hier. Nee, ich hätte es freigehauen. Ja. Yeah. Genau. Habe ich mir gedacht. Das ist echt ein Geniestreich mit den kleinen Viechern da. So, und nu? Also der Eulenwald. Ich bin doch noch viel zu weit. Ich muss doch hier runter. Mensch, was mache ich denn hier? Bin voll in die falsche Richtung gelaufen.
Kann das doch mal einer sagen, Mensch. Guck da nur zu. Hier lang muss ich. Waren das nicht drei? Oh, diese kleinen Schmatzgeräusche. Will ich jetzt hier lang oder will ich jetzt da lang? Okay, hier geht's nicht weiter. Somit hat sich die Frage erübrigt. Ja, wir müssen mit Kena eigentlich relativ weit kommen. Oder wir lassen es zum Anzocken, sodass ich daraus ein Let's Play mache. Weil am... Das wollt ihr ja bestimmt auch sehen, weil euch der Vorgänger gut gefallen hat. Am nächste Woche Mittwoch kommt God of War Ragnarok raus. Und das will ich natürlich auf jeden Fall auch mit euch anspielen. Ich versuche mir nächste Woche ein paar Tage freizunehmen, vielleicht einen Freitag und den darauf folgenden Montag, so dass wir uns mal schön längere Zockerwochenende machen können. Zockwochenenden, wo ich auch mal an einem Freitag vielleicht mal früher streamen kann, je nachdem, wann ihr Zeit und Lust habt, vielleicht mal ein Stündchen spät, früher. Oder vielleicht halt auch zwei, ne, das könnt ihr mir im Discord mitteilen. Und auf der anderen Seite würde ich ganz gerne dann auch mal an einem Sonntag streamen. Weil aktuell streame ich ja sehr ungern sonntags, weil ich kenne mich einfach. Wenn ich sage, ich mache das ein Stündchen, dann ja. Es bleibt nicht bei einer Stunde. Und dementsprechend mache ich das sonntags sehr ungern. Weil wenn ich es halt übertreibe... Dann bin ich halt am nächsten Tag echt wie gerädert. Und das mag ich halt eigentlich nicht so wirklich. Dementsprechend bin ich da mal ein bisschen... Ja, vorsichtig. Aber wenn ich mir dann Montag frei nehme, dann kann man das ja schon mal machen. Topf, Pilz, Feder, Blume. Outfits. Ja, ich habe immer noch keine Outfits. Muss ich mir die kaufen? Das wäre ein bisschen lame. Ich meine, ich habe einen Vollpreis für das Spiel bezahlt. Obwohl der Mediamarkt sich da auch nicht ganz sicher gewesen ist, wie viel Geld die haben wollen dafür. Weil auf der einen Seite haben sie halt Dingsbums verlangt. Also da haben wir auf dem Preisschild halt 40 Euro stehen gehabt für das Spiel. Haben wir gedacht, ja, nee, 45. Genau, 45 waren es und haben nur 40 genommen. Weiß der Geier. Warum?
Hallo, Tulmi, grüß dich. Ja, an meiner Stimme merkst du, dass ich leicht am Kränkeln bin. Ich zieh's aber trotzdem relativ durch mit der Arbeit. Ich bin gerade ein bisschen positiv überrascht über das Spiel. Ich habe das am Montag, glaube ich, mitgenommen. Und ich finde es eigentlich ganz cool. Muss man, glaube ich, Licht anmachen. So ein bisschen. Jetzt nehme ich auch nur meine, hier diese Lampe, dass man zumindest ein bisschen Dingsbums hat, weil ich will jetzt eigentlich das große Licht nicht anmachen, das zerstört so ein bisschen die Atmo. Nur so, dass man mich so ein bisschen erkennt. Ich hoffe, dir geht's auch ganz gut. Ich weiß nicht, ob wir uns kennen. Die Menschen, die sie gebaut haben, sind längst vergessen, aber ihre Arbeit bleibt bestehen und wacht über den Wald. Taros Geist hat die Schreine beschädigt und den Eingang zum Wächterbaum versiegelt. Ich kann dort Taros Präsenz spüren. Und soweit ich weiß, müssten die Outfits in Kisten zu finden sein. Okay. Also, ich spiele es total blind. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich habe nur den Trailer gesehen. Was auch ein bisschen lustig war. Ich habe ja vor ein paar Tagen erst Twitter eingerichtet auf dem Handy. Und habe dann einfach mal gedacht, ja, da du jetzt eine PS5 hast, kannst du auch mal PlayStation folgen. Und die haben mir dann halt den... haben mir halt einen Hintergrund von Kena geschickt. So als privaten Message, weil ich den Follow dagelassen habe. Und ich habe dann so geantwortet, ich glaube, das werden die nie lesen. Ich so, ey, das ist ganz cool. Ich habe mir das Spiel neu geholt. Das war ein cooler Zufall. Jetzt muss ich halt nur gucken, dass wir die... lass mich lügen. Ich spiele relativ weit spielen, weil ich habe mir jetzt auch für Dienstag God of War vorbestellt. Und Mediamarkt hat es immer noch nicht hingekriegt, mir Bayonetta 3 zu holen oder auszupacken. Ja, Taro kam oft mit mir, um sich um diese Schreine zu kümmern. Er liebte die alten Bäume, die hier wachsen. Ich habe die Standorte der Schreine auf der Karte markiert. Okay. Interessant. Also ich bin, muss da ganz ehrlich sagen, so ein bisschen positiv überrascht von allem hier. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel... Ich wusste, dass das Spiel okay ist, aber es gefällt mir. Ich hoffe, es ruckelt nicht. Weil ich hier eigentlich... Weil ich weiß nicht, das sieht für mich nicht nach Ruckeln aus. Ich spiele es ja auf dem 144 Hertz Monitor. Die PlayStation kann ja 120 Hertz kompensieren. Was eigentlich nicht verwendet... Was? Das war dumm. Aua. Du Lümmel. Okay, ich kann die Blume also nur einmalig benutzen. Alter, das ist ein bisschen... Also das, die Kämpfe, vor allem gegen große Truppen, sind ein bisschen übel. Die sind ein bisschen übertrieben, finde ich.
Ich bin halt nicht so gut im Kontern. War jetzt nicht so optimal. Ich hab doch gekontert! Yo. Er hat Aua gemacht. Der hat gesessen. Ich finde es gut, dass die Zeitlupe kommt, sodass ich die Technik zumindest ausführen kann. Ich glaube nicht. Aua. Oh, ist das gemein. Also die Kämpfe sind schon echt knapp. Titanfall, das sagt mir was, das Spiel, aber ich habe es, glaube ich, nie gespielt. Oder verwechsel ich das mit Attack on Titans? Oh, ich hätte auch hier hingehen können, hätte mich schon mal heilen können. Wollen wir mal ganz kurz gucken. Ist das auf Steam? Titanfall 2? Ernsthaft? Oder Titanfall The Final Hours? Ich glaube, das ist wieder so ein Kriegsspiel, ne? Ich meine schon. Final Hours? Was? Ach, Mann. Ah, es ist ein Shooter, okay. Ich glaube, Shooter sind hier ein bisschen schwierig. Also ich selbst bin ja kein Shooter-Freund oder so. Obwohl, hält sich in Grenzen. Vor allem so FPS-Shooter. Nährt diese Ströme, das Wasser hier ist heilig. Das ist okay. Okay, das bringt mir alles nichts. Oder? Das hat folgenden Grund. Es hat, also es ist nicht unbegründet.
Ich bin Linkshänder. Bedeutet, meine Reaktionszeit mit der linken Hand sind wesentlich schneller als mit der rechten. Jetzt habe ich aber ein kleines Problem. Ich kann meine Maus nur mit rechts bedienen. Das ist der Grund, warum ich A, entweder... Maske der Geschwister. Ach so. Wie heißt? Dass ich A, entweder präzise ziele, dafür aber extrem zeitverzögert, bis zu 50 Millisekunden. Also fast eine Sekunde Zeitverzögerung habe ich mit der rechten Hand, wenn ich was klicken muss oder so. Auf der anderen Seite kann ich mit links zwar wesentlich schneller reagieren. Kann aber dafür sehr ungenau zielen. Und mit Controller ist es halt im... Kannst du sowieso vergessen. Und ja. Und dementsprechend sind Shooter für mich halt immer ein bisschen schwierig. Aber generell mag ich auch so PvP-Shooter oder so eigentlich generell nicht. Oder generell so kompetitive Spiele. Halte ich immer so ein bisschen in Grenzen. Also ich habe mal ein bisschen Overwatch gespielt, war aber auch nicht so ganz meins. Das war mir dann irgendwann too much und ja, dementsprechend bin ich eigentlich eher so der Ruhige. Vielleicht liegt das auch eher, vielleicht ist es auch so ein bisschen der Grund, warum ich beim Zocken wahrscheinlich eher... Vielleicht die Damenwelt anlocke. Weil ich eher so Farming spiele und so ein Kram spiele. Ja, ich habe Horizon Zero Dawn gespielt. Hab ich. Ich habe sogar Let's Played und das Spiel ist einfach geil. Das habe ich sogar auf dem PC gespielt. Und aktuell läuft sogar Forbidden West. Obwohl ich sagen muss, Horizon Forbidden West hat einen kleinen Fehler. Finde ich. Und zwar, wie viele? Also, ich spiele beide Spiele, ja. Habe ich auch auf YouTube fertig, Let's Play. Aber das Problem ist, also es gibt eigentlich kein Problem. Warte mal. Ah. Also an sich Horizon Zero Dawn auf Ultra Einstellung mit 120 FPS ist einfach ein Traum. Forbidden West auf der PS5 habe ich natürlich auch. Ich habe mir die günstigere Variante, die PS4, geholt. Weil du kriegst ja die PS5-Version gratis dazu. Läuft auch gerade. Und da habe ich zum Beispiel... Ja, das bin ich auch am Let's Playen. Ansonsten war das jetzt eigentlich
Ja, so ein... Hä? Ah, okay. Ja, ist schwierig. Kann ich sagen. Ich spiele beide Spiele, ich finde die okay. Beziehungsweise Zero Dawn, wunderbar. Forbidden West hält sich so in Grenzen. Einfach aus dem Aspekt her, dass, ja, das hat das gleiche Problem wie Far Cry 5 und Far Cry 6. Zu viel. Du kannst, glaube ich, eine Waffe mehr tragen. Jeder Bogen hat verschiedene Pfeile und, ich weiß nicht, die haben das alles ein bisschen gefühlt, ein bisschen härter gemacht. Ich habe dann schon von normal auf leicht runtergeschaltet, aber trotzdem, die größeren Monster haben sie echt ein bisschen brutaler gemacht, so à la Dark Souls Style. Und da muss ich halt sagen, na, nee. Ist zwar auch schön, dass du in Forbidden West an mehreren Orten klettern kannst, aber es fühlt sich alles so... These shrines were built on places of power. Reden und Rätseln, schwierige Kombi. Ja, das stimmt. Was ich noch sagen wollte ist, du kannst aber bei Horizon Forbidden West an vielen Orten mehr, wie heißt's, mehr klettern, aber das fühlt sich irgendwie so gezwungen an, während das in Zero Dawn halt einfach perfekt wäre, wo ich dann auch immer so ein bisschen bemängelt ist, warum haben die bei Forbidden West so viele Änderungen gemacht? Mach doch einfach so wie Zero Dawn, nur mit einer neuen Story, gar nicht anderes, keine Säure. Vielleicht ein paar neue Monster, ist okay, aber warum immer... Ah, nee. Their stones are buried deep, connected to the flow of energy. Naja. Gut, muss halt jeder Entwickler selbst wissen. Warte mal, lass mich mal ganz kurz überlegen, wo das am besten hingeht. Da hinten könnte ich das hinlocken. Und ja. Auf jeden Fall wollte ich eigentlich schon seit über einer Woche Bayonetta 3 für die Switch zocken. Aber Mediamarkt verkackt's mal wieder. Das Spiel ist im Regal, also nicht das Problem. Aber da ich ja unbedingt die Steelcase holen wollte, wird doch am Release-Tag da sein. Ja, Arschlecken. Das ist bis heute noch nicht da. Und dementsprechend glaube ich nicht dran. Das Problem ist, ich habe das Spiel schon bezahlt. Also dementsprechend habe ich mir Kena einfach mal so just for fun mitgenommen. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht von dem Spiel, ne? Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass mir das so gefällt. Also ich hatte es auf der Steam-Wunschliste gehabt, glaube ich, meine ich. Aber da, wenn ich dir meine PC-Konfiguration verrate und du nur auch nur ein bisschen Ahnung von Rechnern hast, dann kommst du mich besuchen und haust mir in die Fresse und ich würde dir zustimmen. Und ja, dementsprechend hält sich das bei mir so ein bisschen in Grenzen, was, ja, was halt PC-Spiele angeht. Und dementsprechend habe ich es mir jetzt einfach mal für die PS5 geholt und dachte mir so, ja, why not? Und ich bin echt positiv überrascht. Ich hätte gedacht, es wird so ein kleines, nettes Spiel. Zockst du mal ein Stündchen an, hast du ein bisschen Spaß. Aber ich habe da richtig Bock jetzt drauf. Jetzt habe ich aber ein anderes Problem. Und zwar, ich habe viel zu viel. Und das ist halt so ein bisschen mein Problem. Also wie gesagt, ich habe mir God of War Ragnarok vorbestellt. Die die Preseller-Version oder so. Da wurde halt auch noch irgendwie
ich glaube, Steelcase und Schlüsselanhänger und so ein Kram. Jetzt hoffe ich nur, dass es halt auch rechtzeitig da ist. Und dass ich es am Mittwoch abholen kann. Dann kann ich nämlich auch gleich mein Bayonetta 3 mitnehmen. Das wollte ich eigentlich letzte Woche zocken. Ja, das kam am 27. Mal das beim Mediamarkt im Regal. Und ich dachte so, ja, nimmst du mit, ist okay. Ja. Wie gesagt, meine Version, ich habe sie schon bezahlt. Deswegen, habe ich, ja, macht's halt keinen Sinn. Ist halt noch nicht da und jetzt küsst mich halt die Wohlfahrt. Also bestimmt wieder einer drin. Ja. Sonst hätte ich nämlich gesagt, scheiß auf das Steelbook und gib mir einfach das Spiel, dass ich es zocken kann. Aber ich habe das Geld halt schon hingelegt. Ja. Dementsprechend, ja, am 9. kommt God of War raus. Ragnarok, das will ich auch noch spielen. Bis dahin werde ich wahrscheinlich auch Bayonetta 3 zeitgleich mit abholen können. Weil die haben ja gesagt, ich soll morgen Mittag nochmal ankommen. Weil das ist laut System da, aber sie haben es bei der Waren, beim Warenauspacken nicht gefunden. Mittlerweile bin ich so ein bisschen angefressen, wenn du mal bedenkst, was ich bei denen alles gekauft habe. Könnten sie auch eigentlich einen Azubi losschicken, der es mir nach Hause bringt. Ich meine, ich hatte Probleme mit der Switch, dann habe ich sie umgetauscht, habe nochmal ein bisschen Geld in die Hand genommen. Habe meine Nintendo Switch gegen eine OLED umgetauscht, das war im März. Gut. Capture Card und 3060 habe ich mir bei Alternate gekauft. Aber so Sachen wie... Wo kommt denn das jetzt hin? Wo könnte denn das jetzt hinkommen? Ja. Dann wollte ich mir ein Mauspad zulegen. Daraus wurde dann, wie gesagt, ein... Eule, Eule, Eule. Es ist egal wie rum. Ja, als ich mir ein Mauspad kaufen wollte, habe ich mir dann noch eine PS5 mitgenommen. Und ja, dann habe ich mir halt ganz viele Spiele mitgenommen. Mein iPhone 13 Mini habe ich jetzt von denen mitgenommen. Also ich habe so viel Kohle im Sommer bei denen reingepumpt. Wo ich mir denke, ja, ist okay. Und jetzt verkacken sie wegen diesem einen Scheißspiel. So brutal, wo ich mir denke, ach komm schon. Also bis jetzt hat es ja an sich auch immer geklappt. Und ja, ich kann nicht verstehen. Aber ich bin, was Konsolen angeht, halt echt altbacken. Also, ich habe hier mir jetzt ein Spieleregal geholt, das möchte ich halt schon gerne voll machen, mit den Hardcases drin. Dementsprechend, ich hole mir auch ganz gerne mal so Schrottspiele, ja. Wenn ich mal so bedenke, ich habe mir Bibi Blocksberg, das Hexenrennen 3 für die Nintendo Switch geholt. Ich habe das 2 Stunden gespielt, das werde ich nie wieder spielen. Ich habe mir die Secret of Mana Collection geholt. Da ist einfach nur Secret of Mana 1. Das kann man natürlich auf der Switch mit mehreren Leuten spielen. Das konnte man auf dem Super Nintendo auch. Und dann Mystic Quest ist da drauf. Einfach nur das Gameboy-Spiel. Und Trials of Mana. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich zocken werde, aber die 30 Euro wird mir... Nee, 20, glaube ich, hat es gekostet. Wird mir auch keiner mehr wiedergeben. Aber ich habe es halt im Regal stehen. Weißt du, das ist so... man hat es halt im Regal stehen, ne? Ich meine, ich habe von meinem Kollegen, von meinem Ex-Kollegen Dominik, habe ich, Linksbums gekriegt, eine PS4. Und der hat mir dann dementsprechend auch ein paar Spiele gegeben, wo dann zum Beispiel auch The Division drin war. Division werde ich nie spielen, aber als Steelbook ist es halt natürlich schon ganz geil, ne? Es da halt im Regal stehen zu haben. Und dementsprechend versuche ich halt auch immer so besondere, Versionen zu holen, auch wenn ich mal ein bisschen warte, dann erwarte ich einfach nicht am Release-Tag zu zocken. Und dafür habe ich es halt hier im Regal stehen.
Und das ist halt so eine Sache, die ich dann halt doch irgendwie ein bisschen bevorzuge. Aber es ist halt persönlicher Geschmack, ne? Ich meine, ich kann es durchaus nachvollziehen, wenn die Leute jetzt meinen, ich will es jetzt halt lieber als Download haben. Dafür ist es halt da. Ich finde es halt ganz geil, wenn du einfach ein Regal mit voller Cartridges stehen hast. Das gefällt mir persönlich halt sehr gut. Eine Eule fehlt noch. Na komm, mampf mal auf. Mir klein. Echt knuffig. Und ja. Wie gesagt, ich bin jetzt auf God of War gespannt. Und am 18. November kommt ja dann noch die neuen Pokémon-Editionen raus. Da bin ich ja auch nochmal so ein bisschen gespannt. Da habe ich mir jetzt Karmesin vorbestellt. Je nachdem, ob es schon da ist oder nicht, habe ich halt alles in einer Bestellung gemacht und habe es halt gleich bezahlt. Waren auch knapp 300 Euro, die ich da hingelegt habe. Und ich bin halt einfach mal gespannt, ob es da ist oder nicht. Normalerweise hätten alle runterfallen müssen. Ja, muss ich halt abwarten. Also ich muss jetzt halt nehmen, wie es kommt. Und beim nächsten Mal habe ich dann auch gleich gesagt, überlege ich mir das zweimal. Wenn ich jetzt irgendwie eine besondere Edition von einem Spiel haben will zum Release, dann bin ich auch echt am Überlegen, soll ich jetzt weiterhin auf Mediamarkt hoffen oder soll ich es mir einfach bei Amazon bestellen? Ich glaube, wenn du früh genug bestellst, dann sind die... Ich meine, es war ja früh genug, ne? Ich habe das alles im August schon vorbestellt mit Final Fantasy 13. Das bedeutet, ich habe meine eigentlich meinen gesamten geplanten Spielekauf von Dingsbums von für dieses Jahr eigentlich fertig gemacht. Und der Rest waren halt eher so, ja, gehst mal vorbei, greifst mal in die Software-Pyramide, guckst mal, was dabei ist. Obwohl ein paar Perlen dabei waren, also für die Stream-Leute, für die Zuschauer vielleicht ein bisschen langweilig. Die Leute, die es halt zugeguckt haben, ne, zum Beispiel bei For Honor, fand ich jetzt gar nicht so schlimm, das Spiel. Auf der PS4 dann. Da haben auch viele Leute zugeguckt, das war soweit ganz cool. Aber die Stammzuschauer, Justin etc., Juna, die fanden das halt alle so ein bisschen langweilig. Und da ist halt natürlich die Frage, ne? Wenn die Leute es langweilig finden, die sich im Stream mit dir unterhalten, den gibst du natürlich, wenn die ein Spiel langweilig finden, hörst du halt eher auf sie, als Leute, die zwar halt dann zugucken und es gut finden, die sich aber am Chat oder an der allgemeinen Unterhaltung nicht beteiligen. Ich bin ein bisschen erkältet, ich hoffe, das verzeihst du mir. Und dementsprechend, ja, weiß ich halt nicht, ob ich das mal nochmal auf Dauer nochmal anspielen will. Ansonsten geht es wie bei der Switch. Ja, wie gesagt, das spiele ich aktuell, also Let's Play ich. Das haben wir letztes Wochenende durchgespielt. Das war okay, manche Passagen waren zu viel. Und ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile nachgepatcht haben. Aber, ja, Corona habe ich ja nicht. Ich gehe auch auf die Arbeit und arbeite ja auch als IT-Supporter für ein pharmazeutisches Unternehmen und habe eigentlich auch gerade echt voll viel Spaß auf der Arbeit. Aber dadurch habe ich natürlich auch wieder Lust am Zocken, ja. Wenn ich jetzt eine Woche Urlaub habe und dann halt zocke, dann zocke ich 2 Tage und habe die Schnauze voll. Auf jeden Fall, das haben wir letztens durchgespielt, es war ganz cool, hat Spaß gemacht. Das habe ich auch mal angefangen, ich persönlich finde es gar nicht schlecht. Nur, dass es auf der PS5 nur mit 30 FPS läuft, nervt halt. Das war ganz cool, wurde auch von, wenn ich jetzt meine normalen Zuschauerzahlen vergleiche, war das dann doch sehr hoch besucht. Aber das war halt dann still. Ghost of Tsushima ist auch ein Stream-Projekt, ein größeres. Habe ich aber nur die PS4-Version.
Aber solange es mit 60 FPS läuft, ist mir das egal. Das würde ich auch gerne nochmal im Stream spielen, weil das vielleicht ganz cool sein soll. Also vor allem Uncharted 4. Ich habe ja noch die komplette Legacy Edition. Die habe ich hier auch noch im Schrank stehen. Obwohl, das... Also wenn ich wirklich mal Zeit habe, spielen wir das auch nochmal. Ich habe das noch nicht gespielt. Ich habe noch nicht so lange eine PlayStation. Meine erste PlayStation im Leben besaß ich. Das war die PS4. Diesen Mai oder diesen Juni. Dominik hat es mir für einen 50er dagelassen. Fand ich cool. Jetzt habe ich eine PS5. Während andere eingefleischte Fans halt drauf warten. Das war beim Bundle dabei. Das wollte ich eigentlich mit dem Kollegen Ben nochmal durch zusammenspielen. Aber dafür brauche ich erstmal PlayStation Plus. Und das gefällt mir auch ganz gut. Immortals Fenyx Rising müssten wir mal anspielen. Ist lustig. Was sind halt alles so Riesendinger, ne? Ich finde das schade, dass das nicht geht wie bei der Switch. Wenn ich jetzt den Home-Button drücke, müsste ich doch eigentlich wieder zurückkommen. Naja. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt erstmal eine Terabyte SSD-Festplatte für die PS5 geholt, habe sie mir eingebaut, weil die 600 GB Systemfestspeicher wären, glaube ich, echt wenig gewesen. Eine verfluchte Truhe. Ja, die nehme ich. Wenn du mal bedenkst, dass ich vor 3 Jahren Dark Souls gespielt habe. Wie? War ich zu weit? Fuck. Fuck my life. Warum ist das so fucking schwer? Ich will die verflucht... Wo war die denn jetzt schon wieder? Die war hier irgendwo, ne? Da. Holy moly. Warum ist es... Alter, ist die Truhe knapp. Alter, kack mir doch ins Eierloch, ey. Entschuldigung. Holy moly. Da musst du ja echt Feuer frei machen, ey. So. Gib mal was essen. Wie viel Uhr haben wir es eigentlich, weil du dich jetzt schon verabschiedest, Jonah? Justin war jetzt auch relativ still, ne? Muss ich gestehen. Das brennt und das brennt. Eins. Okay.
Okay. Da ist ein Kristall drauf. Da ist überall dasselbe Zeichen drauf. Ich nehme an, wir brauchen eine gewisse Reihenfolge. Vielleicht ist das die Nähe. Die beiden sind gleich nah. Bin schon den ganzen Tag richtig müde. Ja, dann gute Nacht. Schlaf gut. Vielleicht bis morgen. Mal gucken, was wir morgen so spielen. Vielleicht spielen wir das trotzdem weiter. Wenn es da wenigstens einen Hinweis oder ein Rätsel geben würde. Da muss es einen Hinweis geben für. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ah, eins. Eins, zwei. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Die Kerzen. Ja, guck. Eins. Das hier hinten. Zwei. Hier an der Seite. Drei Kerzen. Drei. Und hinten die vierte. Okay. Cool. Die Rätsel sind schon schick, ne? Ich glaube, ich sollte mit dem Opa öfters mal sprechen. Die Kinder und Taro fischten oft in diesen Bächen. In der Stille des Waldes kann ich fast ihre Stimmen hören. Taro und seine Geschwister fühlten sich in diesen Wäldern sicher. Du hast sie gut unterrichtet, Rosu. Ah, ist okay. Aber ich glaube, die sind in den Wäldern gestorben, ne? Ich habe so das Gefühl, weil das halt Geister sind und wir halt so eine Geisterbrücke sind, müssen wir, glaube ich, so ein bisschen zwischen den Geistern schlichten. So, dann macht mal Happa Happa. Und Papa Nappa. So, jetzt will ich aber noch ganz kurz aufs Toilette.
Gut, da bin ich wieder. Und schon 11 Uhr. Ich glaube, ich gehe heute mal ein bisschen früher ins Bett. Kann ich morgen noch mal ein bisschen einkaufen gehen? Dankeschön. Es gibt mehr abgenutzte Fischerkörbe. Ein einfaches Design, aber effektiv. Ah, okay. Sehen hier die Erinnerung. Ich könnte ja eigentlich mal echt so einen langen Stream machen und mal so eine Spiele-Exkursion machen. Mit den ganzen Games, die ich halt hier rumliegen habe. Also mittlerweile sind es echt viele. Also was heißt echt viele? Definiere echt viel, aber... ich war als Jugendlicher stolz, dass ich 13 Gamecube-Spiele hier liegen hatte. Und ja... Dadurch, dass ich vom Ben, glaube ich, 3 PlayStation 4 Spiele geschenkt bekommen habe. Der Dominik hatte halt die PS5 bekommen, aber die digitale Version. Dementsprechend hatte der mir auch noch ein paar seine PlayStation Spiele gegeben, die er halt nicht mehr braucht. Weil er mir seine PS4 gegeben hat. Und dementsprechend war dann halt auch... Hatte ich dann, glaube ich, insgesamt 8 PS4 Spiele schon. Da waren gar nicht mal schlechte dabei. Und dann habe ich mir halt Ghost of Tsushima geholt und Forbidden West, die habe ich auf der PS4 gespielt. Nicht Pro, die normale, die fette, das Turbolaufwerk. Und ja, wenn du halt einen 144 Hertz Monitor hast und bist halt 80 bis 90 FPS gewöhnt und dann die PlayStation mit 28 FPS bis knapp 30 so ein Spiel rendert, ja... In dieser führt zur Laternenhöhle. Du musst... Da muss ein Relikt sein, aber wie werden wir es... Aber wir werden etwas Mächtiges brauchen, um durchzubrechen. Ah, das ist wieder sowas... Ah, ich weiß nicht, ob das noch eine gute Idee war. Ja. Und ja, mittlerweile... Habe ich ungefähr auch so knapp 14. Oder? Also ich habe 3 PS5-Spiele. Ich glaube so 15 PS4-Spiele und halt nochmal 14 Switch-Spiele. Ich habe mir aber auch einen Videograbber an 9 geholt. Dementsprechend können wir auch durchaus die ein oder andere Perle aus meiner Kindheit auspacken. Auf dem guten alten Nintendo-Würfel. Den kann ich ja auch am Rechner anschließen. Ja, ne? Man durchaus... Also so eine Spielexkursion, ich glaube, die wird dann doch schon ganz interessant. Die meisten habe ich halt schon gespielt, ne? Das ist klar. Also was heißt die meisten, aber die besten. Alles andere sind halt eher so ganz normale Random-Klassiker. Also, was kannst du bei Smash Bros. Groß falsch machen? Ich glaube, ich habe sogar mit Super Mario Sunshine noch hier irgendwo rumfliegen. Ist mittlerweile auch schweineteuer, ne? Ich habe es mal versucht, für einen Kumpel so als Geburtstagsgeschenk für die Gamecube zu kaufen. Und dachte mir so, ja, es könnte ihm ganz gut gefallen. Und dazu muss ich halt ganz ehrlich sagen, oh Junge, gebraucht kostet der Scheiß 130 Euro für ein 20 Jahre altes Spiel. Oder wann wurde Mario... Wann wurde Dingsbums released? Super Mario Party. Mario Sunshine. Das könnte locker mindestens mal 15, 20 Jahre her sein. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich will das mal gucken. Interessiert mich jetzt doch mal. Ich habe jetzt eine Bildschirmaufnahme und den Elgato Captured laufen. Also das Original, nicht das für 2002. 20 Jahre. GameCube, bist du 20 Jahre alt? Holy shit.
Ich meine, ja, später kam dann halt noch, kam noch mal so eine Collection für die Switch raus. Aber, ja. Wenn man das Original hat, brauche ich es nicht nochmal auf der Switch. Ich glaube, 13 habe ich auch ganz gerne gespielt. Also das Original auf der Gamey. Ach ja, es waren schon schöne Zeiten. Also ich gehe jetzt nicht zwingend nach Story vor hier. Ich lasse mich so aktuell von meinem Instinkt leiten. Und ich habe so das Gefühl, dass es vielleicht gar keine... dass ich aktuell da nicht viel verkehrt machen kann. Weil da überall, wo ich mich ja so ein bisschen hinleiten lasse, hier im Spiel nochmal, komme ich ja gut weiter. Gestern ging es mir noch einigermaßen gut, bis auf ein bisschen. Alles klar. Gute Nacht. Ich glaube, ich mache auch nicht mehr lange. Hat der mich da eiskalt runtergehauen? Elende Drecksau. Yo! Warum machen die so viel Damage? Man kann's übertreiben. Kack mir doch rückwärts ins Essen, ey. Mach doch nicht immer so Passagen rein, wo ich dann schon wieder keinen Bock hab. Ich hab das Spiel in den Himmel gelobt. Jetzt kommt wieder so eine Passage, wo ich mir denke, ja, nee. Ich mach doch alles kaputt. Oh nee! Oh nee, ist so eine gemeine Fotzensau. Diese Arschprobler. Was war das denn? Das ist gerade ein Bug. Weil ich beim Runterfallen halt nochmal...
Ist das gemein gewesen? Ich hasse ja solche gemeinen Passagen. Manche glauben, dass die Schreine Wächter des Waldes sind. Von hier oben kann man sich leicht vorstellen, dass sie über das Land wachen. Das ist schön. Ich habe eine ganz komische Idee. Weiß zwar nicht, ob das was bringt, weil hier können wir wieder so eine Waldträne machen. Irgendwie da oben platzieren. Okay. Also ich weiß, wo ich mit den zu Wasser gewordenen Geistern hin muss. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich Wasser herkrieg. Theoretisch. Nee, das kann ich noch nicht. Okay. Gut. Backtracking. Ah, Backtracking hält sich so ein bisschen in Grenzen. Was meine Liebe dazu angeht. Nö, klappt noch. So, dann macht man hier. Genau. Hat geklappt. Hat geklappt. Super. Super. Dahin muss ich. Das war gar nicht mal schlecht. Ich will trotzdem mal gucken, ob ich vielleicht noch was entdecke hier. Autsch. Okay. Na gut. Nee, eigentlich. Das haben wir auch noch wieder frei, das ist okay. Nee, dann sieht es für mich eigentlich soweit Finale aus. Was ich hier so machen kann. Also für mich sieht es hier
Ja, doch. Ich glaube nicht, dass wir da noch großartig was machen können. Da können wir aber ein bisschen weitergehen. Erst einmal vorankommen. Upgrades. Da kann ich wieder was machen. Oder? Stärke von Kenas Schild. Ja, das benutze ich kaum. Oh ja. Yeah. Guck's dir an. Beim Abschießen eines gebundenen Feindes spaltet sich der... gebundener Feind. Das bedeutet Feind binden? Heil drauf schießen und dann aua bo aua. Okay, das ist cool. In meinen Augen haben sie bis jetzt mit dem Spiel alles richtig gemacht. Hier war es schon, ne? Man muss dann hier weiter. Ja! Wir haben alles gemacht, super. Da müssen wir doch hier so langsam weiterkommen. Yo. Ach so, falscher Knopf gedrückt. Oh, scheiße. Ja, man kann es übertreiben. Alter, pack mal live. Nimm mich für Äppeln. Ja, natürlich. Ja, das hat geklappt, ne? Olle Drecksau. Aber mich erst 5-mal killen. Dieser alte Affenarsch. Wir hinterlassen Opfergaben am Wächterbaum und bitten ihn, die zu schützen, die wir lieben. Taro hinterließ dies den Kindern. Er muss solche Angst gehabt haben, dass er sie verlor. Viele der Opfergaben hier wurden von den Anführern des ersten Dorfes hinterlassen. Geschickte Jäger, die Geisterenergie nutzten, um mächtige Waffen zu schaffen. Ich bin sicher, dass es dem Wächterbaum nichts ausmacht, wenn wir diese verwenden, um Taro zu helfen. Ja, ne? Ja, ne? Das ist okay. Nimm ich mit. Cool, ich habe ein paar Rottis gefunden. Geile Scheiße.
300, ne? Ja, eine Rottaktion im Kampf wäre natürlich ganz geil. Boah. Den hätte ich gerne, den Rottpfeil. Fuck! Okay. Ich würde aber sagen, da jetzt die meisten abgeschaltet haben, und es doch recht spät ist, machen wir morgen weiter. Na, gucken wir mal. Auf jeden Fall, macht's gut, Leute. Auch für die YouTuber. Ich werd nicht die Aufnahme benutzen. Ich werde einfach den Stream runterladen. Sollte an sich von der Qualität her sich nicht viel ändern. Macht's gut. Dann habt ihr nämlich auch den Anfang mit drin. Und ja, könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock auf ein Let's Play drauf habt. Ich nehme jetzt erstmal die Streams auf. Ich habe Bock auf das Spiel. Die Frage ist, habt ihr auch Bock drauf? Ich bin da happy. Hier, macht's gut, Leute. Tschüss.